Hey, da bin ich wieder. Ich warte jetzt noch, bis ein paar Leute da sind. Und dann fange ich mal an, den ganzen Kram hier zu erklären. Nicht jeder weiß, was das hier genau ist, was eine Wanderlocke ist oder generell, was hier dann abgezogen wird. Mein letzter Stream war auf jeden Fall ein paar Tage her. Wenn nicht sogar Wochen. Aber ich bemühe mich wieder, dadurch, dass ich jetzt gesünder bin. Also es heißt gesünder. Mir geht es wieder besser. Und ja. Und es ist nicht mehr ganz so warm. Was sehr wichtig war. Hey Bio. Auf jeden Fall, wir fangen heute an mit der Pokémon Schwert Wunderlocke. In der Wunderlocke gibt's eigentlich kein Wissen, ob man es jetzt schafft, wie bei einem normalen Pokémon-Spiel tatsächlich. Ich merke gerade mal, das schiebe ich vielleicht noch weiter nach oben, genau. Oder so. Die Starter-Pokémon sind ja erstmal die, die es bei Schwert gibt. Mein Starter-Pokémon ist halt, ja, was halt mehr oder weniger ertauscht wird. Und zwar, die Wunderlocke ist ja die. Wir spielen hier erstmal mit den Nuzlocke-Regeln mit ein paar Änderungen. Und zwar, dass die Starter-Pokémon oder ist generell jedes Pokémon, was ich fange, per Wonder-Trade weggetauscht werden muss. Und keins davon letztendlich dann bei mir bleibt. Das heißt, wir wissen letztendlich nicht, was wir jetzt haben, was wir kriegen. Ist alles dem Zufall überlassen. Also theoretisch wissen wir nicht, was wir als Starter-Pokémon bekommen. Es kann alles sein. Daher, wir starten mal. Ich werde einfach die Pokémon nach den Zuschauern benennen. Ich nenne mich jetzt einfach mal Runde. Entschuldigung. Nochmal Wunder Piggy. Klingt zwar dönig. Ich will hopplos sein. Wie gesagt, wenn wir eins kriegen. Es ist egal, welches Starter-Pokémon ich wähle. Es muss weggetauscht werden. Okay. Also willst du das Starter-Pokémon sein? Das darfst du tatsächlich, dadurch, dass du auch der Erste da bist. Daher bist du mein erstes Pokémon, sagen wir es mal so. Okay. Breath of the Wild wird auch weitergespielt. Ich bin jetzt generell wieder im Stream da. Daher kommt auch das wieder. So. Ich mute mich einfach, solange hier das Video läuft.
Oh ja. Aber es hat aber auch einen riesen Nachteil, ne? So, damit ist der Start in unsere neue, vielleicht auch kurze Story fertig. Ja. Wie gesagt, es ist nice, solche Pokémon zu kriegen, aber du musst immer noch mit dabei berechnen. Solche Pokémon werden mir nicht gehorchen, ne? Machen das heute mal weg. So, hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Oder ich gehe einfach nirgendwo drauf ein, werde jetzt einfach die Wonderlocke machen. Und dann schauen wir mal. Weil, wie gesagt, ich hoffe, dass wir weit kommen. Kann auch komplett reinkacken direkt. Aber naja, was soll's. Man muss immer mit Glück oder mit Pech reden. Ja. Das Problem ist halt auch zusätzlich, wir haben halt mit 0 Orden auch nur 2 Pokémon dort. Das heißt, wir können auch nicht fangen, wie bescheuert. Ne? Das ist mir auch noch das. Aber wie gesagt, so ein legendäres Pokémon würde ich an sich nichts sagen. Aber ja, einen großen Vorteil bietet es uns nicht. Bis auf dass wir viel wegdenken können, bis es mal trifft. So. Das schalten wir aus. Texttempo 3. Nicht wechseln. Ich meine, das ist auch das wichtig, dass man das auf nicht wechseln macht, oder? Wobei, wir machen es erstmal. Spitznamenfrage aktiviert. Bewegungsstörung. Bewegungsstörung. Können wir auslassen. Aus. Automatisch speichert an. Ist eigentlich auch komplett egal, aber naja. Spitznamenanzeige. An. An. So. Joho, wissen wir. So. Dann gucken wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Wie gesagt. Mein Problem ist halt, ich kann mir vorstellen, dass es halt später sehr anstrengend wird, dadurch, dass wir halt immer wieder höchstwahrscheinlich irgendwelche Pokémon Level 1 wieder trainieren müssen, weil halt auch über die Wonder Trade sehr viele Zuchtreste getauscht werden. Daher, das ist auch nochmal anstrengend. Die ganze Zeit irgendwelche Zuchtreste von jemandem zu trainieren. So. Hob. Ja, Hob, ich habe keinen Bock jetzt mit dir großartig zu reden. Das ist Molly, was wieder komplett gegen die Wand knallt die ganze Zeit. Und da ist auch wie mit den Raid. Da. Party hard. Yes. Wir trainieren jetzt Taschenmänner. Wegen Pocket Mon, weißt du, oder Pokémänner. Deswegen habe ich Taschenmänner gesagt. So. Hey Shinku. Ich habe eben auch schon Bio ein bisschen erklärt, was hier abgeht. Hey Kini. Wie gesagt, ich habe eben schon ein paar Sachen erzählt. Für alle, die auch nicht wissen, was ein Nuzlocke ist. Die können Ausrufezeichen Wonderlock machen. Dort sind dann die offiziellen Regeln, allerdings auf Englisch, von der Nuzlocke Challenge. Grob gesagt, du kannst nur ein Pokémon fangen. Pokémon sind nach einmaligem Besiegen tot. Man kann sich aussuchen, ob man eine Box mit einem Friedhof anlegt oder halt eben Pokémon einfach freilässt. Googie, I am Confusion. Da rastet der komplett aus. Ich habe mich jetzt einfach Wonderpiggy genannt. Das klingt total bescheuert. Wie gesagt, es kann mit jedem Scheiß, mit jeder Kleinigkeit kann es halt vorbei sein.
Wir spielen jetzt, bis wir Pokémons fangen können. Noch ganz normal, weil du halt bis dahin keine Wunderlocke machen kannst. Und ab da ist halt vorbei, ne? Ab da ist der Spaß vorbei. Wobei bei uns ist der Spaß vorbei, wenn wir traden können. Also, das heißt, wir können tatsächlich doch relativ viel spielen, bis wir einkacken dürfen. Nee, ich glaube, bis zur. Wobei doch. Ja. Bis wir beim Bahnhof sind, ist normale Nuzlocke. Und dann wird gewechselt auf Wunderlocke. Also Wunderlocke. Hopp, lass mich in Ruhe. Alles stark, klar, ja. Ich werde jetzt noch nicht großartig auf die Story des Spiels eingehen. Ich habe schon durch. Das ist eine Challenge. Ich will das hier so schnell wie möglich halt fertig haben. Und einfach hoffen, dass ich eigentlich so lang wie möglich aushalte, weil ich habe auf meinem YouTube-Kanal habe ich eine eigen erstellte Challenge erstellt. Die war wohl ganz witzig mit Pokémon Silber. Mit Platin mache ich das gleiche, allerdings pausiert. Klar, mache ich dann. Wie gesagt, aber das hier ist halt nochmal eine Nummer härter, dadurch, dass es halt auch auf Zufalls- und Glücksfaktoren spielt. Bio hat eben schon gesagt, du hast mega Luck, wenn du halt sowas wie Zacian oder Samacenta bekommst. Dankeschön für die Cheers. Aber klingt erstmal geil, sowas zu bekommen. Aber ich kann die Pokémon ja nicht richtig verwenden. Sie gehorchen mir nicht. Überhaupt nicht. Daher, ich bräuchte eigentlich Pokémon, die entweder in meinem Level sind oder drunter. Zu viel drunter wäre natürlich auch blöd, dann kann ich halt nicht kämpfen, ne? Wie gesagt, es kann passieren, dass wir heute mit einem Speicherstand aufhören. Oder mit einem zweiten Spielstand anfangen. Also, ich erkläre jetzt nochmal grundsätzlich diese ganzen Gedöns hier mit dem Wunderlocke. Mit Ausrufezeichen Wunderlocke habt ihr die offiziellen Regeln von der Nuzlocke Challenge. Die Nuzlocke Challenge hat viele Dinge, extrem viele Regeln, dass das Spiel halt so schwer wie möglich gemacht wird. Viele davon können für uns nicht funktionieren, dadurch, dass wir halt die Pokémon gar nicht erst behalten und direkt weghauen. Daher, und wir werden halt Raids benutzen. Das ist halt, in der Nuzlocke Challenge steht halt drin, ob das es selbst entschieden werden soll, ob das gemacht wird. Aber ich denke mir, wenn wir das nicht machen, kommen wir nicht mehr hinterher. So, aber die Wunderlocke ist letztendlich einfach nur da. Sobald wir ein Pokémon gefangen haben und unser Starter-Pokémon gleich erhalten, müssen wir das direkt per Wonder Trade wegtauschen. Das heißt, wir wissen absolut nicht, welches Pokémon wir kriegen. Wir wissen auch absolut nicht, welches Starter-Pokémon wir dann haben werden, wenn wir dann soweit sind. Wir werden ein Riesenproblem haben, wenn wir zwei Level 1er Pokémon erhalten auf den Routen, auf denen wir Pokémon gefangen haben. Weil wir ja mehr oder weniger mit der Wunderlocke in der Naturzone beginnen. In jedem Bereich von der Naturzone können wir Pokémon fangen. Allerdings bringt uns es letztendlich nichts, weil wir es wegtauschen müssen. Also es kann mega nervig sein. So, welches Pokémon sollen wir nehmen? Sollen wir Mermeon-Männer sein? Oder was sollen wir machen? Wir müssen eigentlich Mermeon hier. Oder was ist das Härteste? Wenn man Mermeon nimmt, dann hat der Rivale. Hopplo. Was auch dämlich ist, wenn wir das Gras-Pokémon nehmen, dann hat der Champ zwei Feuer-Pokémon. Daher, ich glaube, wir nehmen das Wasser-Pokémon. Weil wir nie wissen, ob wir irgendwelche Feuer-Pokémon bekommen. Stell dir mal vor, wir kriegen irgendwie bis zum 6. Orden irgendwie nur Normal-Pokémon oder nur Wasser-Pokémon. Ja, wir nehmen einfach Mermeon, ja. Wir sind Mermeon-Männer.
Ja, wir geben ihm einen Spitznamen, weil wir müssen auch jedem Pokémon einen Spitznamen geben. In dem Fall können wir aber, wir können es machen, aber ja, keine Ahnung. Wir nennen es einfach mal total dämlich, aber wobei, warte mal. Begonnen. vielleicht kann können wir Glück. Begun Thought, genau. Begun Thought. So, Begun ist weg. Dadurch, dass ich halt keinen Bock habe, jedem Pokémon einen eigenen Namen zu geben, Bio hat sich da eben schon für das Starter-Pokémon entschieden. Ihr dürft. Also, ich werde die Pokémon nach den Zuschauern benennen. Das heißt, wenn ihr unbedingt einer meiner Pokémänner sein wollt, könnt ihr euch gerne melden dafür. Ihr könnt sagen, so, ja, ich will das zweite, ich will das dritte sein. Ihr könnt natürlich auch warten, bis euch irgendein Pokémon gefällt. Ja, Wulu kriege ich ja dann, wenn ich Glück habe, eins zu kriegen. Ja, Pokémänner halt, ne? Kennst du das nicht? Pokémon, Pokémänner. Ja. Wie gesagt, eure Entscheidung letztendlich, was ihr für ein Pokémon sein wollt. Deswegen sagte ich doch eben, Poke ist ja wie Pocket Monster. Ist ja letztendlich wirklich Pocket Monster. Deswegen sag ich Taschenmänner zu dir eben. Ja, passt. Isst du mal deine Spieße. Hey, Malinator. Am nächsten Tag. Ja, ich ist eigentlich komplett egal, was du redest und hopp, dein Starter-Pokémon ist mir auch egal. Danke fürs Follow. Wie spricht man das genau aus? Tmaltinator? Oder Maltinator? Ist das TH leise? Auf jeden Fall danke fürs Folgen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seiner Zeit hat. In und auswendig, du fucking Nerd. Das ist Kämpfen. Okay, das ist perfekt. Damn, du schmeißt hier mit deinen Bits rum, als wäre hier nix, oder was? Richtig der Boy, Alter. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Ja, super schön. Money in the bank. Ja, money under my pockets. Clap. Clap them cheeks. Also auch Maltinator gilt auch für dich. Falls du nicht weißt, was die Wonderlocke ist, aber ich gehe mal davon aus, dass du weißt, was das Ding ist. Ich muss ja jedes Pokémon benennen. Wenn du Interesse hast, kann ich auch ein Pokémon nach dir benennen. Weil ich bin einfallslos. Ich nenne sonst die Pokémon einfach nur irgendwie nach dem Tier, was es ist. Was weiß ich hätte Mimion jetzt Echse genannt oder so. Oder irgendwas Dämliches auf jeden Fall. Welches Pokémon? Ja, wie gesagt, ja gut, welches ist halt eine dumme Frage, ne? Ich habe ja keinen Plan, was wir kriegen werden. Okay. Irgendwas Dummes, Dickes, Faules. Relaxo, wenn ich es kriege, kannst du sein. Ja, das erste bist du, Bio. Das ist schon abgeregt, habe ich auch eben schon gesagt. Relaxo. Imagine kriegen Relaxo als zweites Pokémon. Wie gesagt, wäre halt mega nice, wenn man an sich ein legendäres Pokémon kriegt. Allerdings kann das halt auch absolut zum Verhängnis gehen. Ne? Also, das sind getauschte Pokémon, die gehorchen uns nicht, wenn wir die Anzahl an po Arena dort nicht haben. Daher ist es belastend, wenn wir halt irgendwelche heftigen Pokémon kriegen, ne? Ah, stimmt, jetzt kommt noch die Szene mit dem Wald. Ach, Leute, jetzt dürfen wir noch in den Wald rennen. Ich würde ja schon gerne den kompletten Anfang überspringen, ne? Ich hätte wahrscheinlich echt schon, das wär's, ey, so Safe-Staten wäre bestimmt mega.
Wenn es irgendwann einen Switch-Emulator gibt, dann kann man ja Save staten und von da aus immer. Aber mal schauen, je nachdem wie gut es läuft, dann mache ich vielleicht auch andere Spiele mit Wonderlocker. Weil es ist schwierig. Wobei doch 3DS geht. Die 3DS-Spiele gehen ins Wonderlocker, ansonsten muss ich anders Lock spielen. Ja, genau, Switch CC kaufen. Für eine Million. Ich hab doch eine Switch CC, du Hirsch. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass er so dämlich wäre und Leute so abziehen wollen würde. Ach komm. Ich will es jetzt halt nicht. Ja, guck mal, du bist auch eine Software dazu. Ja gut, das könnte ich natürlich auch machen, das ist nicht das Problem. Ich will allerdings noch warten, bis meine, ja, nicht, dass ich halt nachher Probleme mit meiner Switch kriege und die dann, haha, tschüss sagt dann auf einmal und ich dann halt bei Nintendo nichts mehr machen kann, dadurch, dass die dann gecrackt ist. Wäre dann nicht so nice. Kann es ja auch ein Raffel sein, wenn ich eins kriege. Mit dem Begon wäre schon witziger gewesen, wenn unser Starter-Pokémon Weibchen ist. Allerdings sind das ja, ist ja der geringe Prozentzahl von, was war es? 87,5% oder so? Ah. Echt? Was? Cracken oder was? Du hast mal ein Jahr Garantie von dem Pokémon. Deshalb haben wir ja diese Zusatzgarantie, dass wir 2 Jahre haben. Also kann ich meine cracken, okay. Ja, I don't care. Ja, nee, lass mal erstmal. Erstmal lassen. Wie schön das für denjenigen sein wird, denn ich hoffe einfach wirklich, wenn wir das Station fangen, wenn wir so weit kommen. Und dass es vielleicht jemand bekommt, der Pokémon Shade kriegt, spielt. Warte mal, ist das ein Shiny? Nee. Sieht einfach nur komisch aus, so eine Farbe gerade. Das sieht irgendwie so am Farbregler geändert gerade. Level? Fragezeichen. Ist es das legendäre Level 69er Session? Clap es. Komm, clap es. Ach ja. Na, ja, ich weiß, dass es nicht shiny sein kann. Es sah nur einfach gerade aus, als wäre das. Keine Ahnung, vielleicht ein Farbregler gedreht. Ist ja shiny locked. Okay. Peinlich wird's nur, wenn ich jetzt wirklich nicht traden kann, obwohl ich mit deinem Profil spiele. Dann werden wir hier von einer Wonderlocke zu einer Außerbewegung. Hä? Dann wird es halt eine Nasslock. Dann wird es halt eine normale Nasslock-Challenge, genau. Hydriere, okay. Ist allerdings nicht mehr viel zum Hydrieren tatsächlich. Das tut gut, weil es ist der Ventilator ist aus. So. Da ist das Wolli und mit dem Riesenduber. Du Schluckspecht. Ja, ja. Du mir auch. Ich habe halt irgendwie die letzte Zeit auch viele Videos mit Pokémon Challenges gesehen, daher. Ich werde vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen und ein paar machen, auf jeden Fall. Wann kann man traden? Sobald du in der Naturzone bist, bekommst du dieses eine Gerät. Aber der Nuzlocke beginnt ja sowieso erst dann, wenn du Pokémon fangen kannst. Was in dem Fall jetzt gleich sofort ist. Okay, ab jetzt müsste, glaube ich, die Nuzlocke. Ja, ab jetzt fängt die Nuzlocke an. Wir haben halt einfach direkt den Rüstungspass. Ja, ja. Man kann erst dann traden, leider. Wie gesagt, die Nuzlocke beginnt jetzt.
Aber die Wonderlock nachher erst. Aber ich meine, ich werde jetzt sowieso durchrennen. Ich werde jetzt hier und da ein Pokémon fangen und dann passt das. Auf Route 1 werde ich mir eins mitnehmen. Und das zweite muss ich dann sowieso ablegen, dadurch, dass ich mein Team nicht so groß haben darf. Mit 0 Orden bin ich nicht erlaubt, mehr als 2 Pokémon im Team zu haben. So. Unser erstes Pokémon ist ein Sandsect. Wenn wir es platt machen versehentlich ist, kriegen wir übrigens auch keins auf der Route mehr, aber das sieht gut aus. Ha, klapp es nochmal. Oh oh. Wenn jetzt mein Nymea und K.O. geht, ne, dann ist vorbei. Jetzt muss bei meiner Nuzlocke wahrscheinlich. Oh, nice. Okay, wir haben unser erstes Sensekt. Ja. Ich nenne es einfach Raupi. Ich will die ganze Zeit ZR drücken. So, Raupi. Mit Doppel-E. So, die Route ist dann. Was ich aber machen kann, ist auf jeden Fall leveln, was ich auch tun werde. Paraheiler, dankeschön. Da ist noch das Glurak von Leon. Der hat sich bestimmt verlaufen. Oh. Stimmt, wir müssen erstmal da runter. Lalala. Das hier. Wollte schon wieder zu weit laufen. Das ist Glurak einfach. Ja, bei Shinies weiß ich noch nicht, was ich mache. Höchstwahrscheinlich auch mein Main-Spielstand auch schon fertig. So dreist wäre ich. Da habe ich halt ein Pokémon weniger tatsächlich. Wäre also nicht mal ein Vorteil. So. Ach ja, das ganze Gequatsche hier. Ich bin ein Profi. Kannst ja mit mir tauschen, bekommst dann eins. Okay, tausch. Können wir machen, ja. Ich zähle dann einfach das Shiny gar nicht bei zur Challenge, keine Ahnung, mal schauen. Ach ja. Ja, Hort, lass mich bitte in Ruhe, okay? Hopp, du bist ganz schön nervig. Ja, ich kenne mich. Nein. Okay, perfekt. Hab ich Glück gehabt, dass ich es doch richtig angedrückt habe. Heile mal meine Pokémons, danke. Ach ja. Dann gehe ich mal ganz kurz in den Laden rüber. Ja, dann möchte ich mit dir noch traden. Gib mir mal Seelenbeeren. Ich werde einfach nur meinen Hut ausziehen. Ich finde den nicht so schön.
So. Ablegen. Okay. Danke. So, ich kann wieder hydrieren. Eigentlich müsste ich ja mein anderes Pokémon ablegen, damit ich hier direkt wieder eins fangen kann. Aber ich zähle einfach offiziell mal erst ab dem Betreten und Hinzufügen von dem Tauschgerät hier. Von dem Wacom. Einmal den Beleber mitnehmen. Auch wenn der Beleber nichts bringt, das heißt, wir werden den direkt verkaufen für mehr Geld. Leon, ich weiß, wie man fängt. Nochmal 20 Pokébälle, okay. Dankeschön. Brauche ich mir doch gar keine kaufen. Okay. Das nächste Pokémon ist... Das ist ein Mist, ey. Das ist ein... Was ist das? Ein Hamster? Hund? Okay. Ein Hamster. Okay, da ich Double Dip, ich darf mir nochmal einen rausholen. Ah, ein Corgi. Ja, passt doch sogar. Okay. Ey, komm! In den offiziellen Regeln heißt, wenn ich in Pokémon doppelt oder dreifach komme, ich darf mir dann anderes aussuchen. Ich fange mir einfach an, Micro. Mir kommt nämlich so vor, als wäre die ganze Zeit in dem Mondgras nur Sensekt. Pokéball. Ich schmeiß jetzt einfach so. Dankeschön. Das Leveln bringt hier sowieso nichts, von daher. Ja, ja, ich möchte einen Spitznamen. Du bist der Vogel. Vogelino. Keine Ahnung. Da seht ihr, was passiert, wenn ich meinen Pokémon-Namen gebe. Ihr könnt ja theoretisch auch, sobald ich einen Wonder Trade starte, wenn ihr das Spiel auch habt, selber Wonder traden und wenn wir Glück haben, können wir miteinander tauschen. Dann mal schauen, was ich vielleicht potenziell. Glaubst du nicht, dass es passiert? Aber vielleicht kriege ich ja eins von euch. Mal schauen. Wer weiß. Komm, Klaps, Blache, Gnade, alles. Auf das Mikro drauf. So, Level 8. Klammergriff, danke. So, da ist ein Corgi. So, das ist der erste kleine Kackfrosch, Alter, den ich jetzt besiegen werde. Kämpfe mit mir! Knirps Timmy mit den helfenden Elfen. Ich wusste gar nicht, dass Cosmo so zugelegt hat. Und jetzt ein Eichhörnchen ist. Nee, noch nicht. Ich sagte doch, erst beim Betreten der Naturzone. Was jetzt hier nach ist. Wanda, ja, sehen wir ja gleich. Wanda kommt ja als zweites. Er hat Wanda gefressen, Kinder. Das Raffel hat Wanda gefressen. Level 9. Deswegen ist er so fett. Ah, na gut. Oh, er hat gar kein zweites Pokémon. Ja, der hat wirklich Wanda gefressen. Oder das war das Kind von Cosmo und Wanda.
Wir haben ja später auch ein Kind gehabt. So. Trinke. Ja, dieses Baby, was die ganze Zeit rumgeschüttet hat und irgendeine Scheiße gezaubert hat. Genau, Puff, genau. Es hat gefühlt aber genauso dämlich gezaubert wie Cosmo, weil er so blöd war. Aber ich fand, das war schon eine coole Serie. War ganz witzig. So, Cubby Hubs. Gegen mein Bigon. Ja, genau, den Hund, den haben wir auch noch mitgekriegt. Den Hund habe ich hier. Ja, genau. Der Hund war sogar tatsächlich auch relativ cool, sogar. Der hat auch immer voll die Scheiße gebaut. So. Achso, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das kenne ich nicht, sag mir nichts. Wie gesagt, ich kenne nur den Hund noch. Na komm schon, mach das Kami-Hubs weg, so tanky kann das doch gar nicht sein. Danke. Der Vogelino ist auch schon Level 7. So, lass mich weitergehen, danke. Und da ist noch eine Göre. Also noch ein Kind. Und da ist auch Hibbly Hobbity schon. Und danach geht's richtig los. Sinsekt. So. Ich nehme jetzt Wetteinsätze an. Wie lange der ganze Kram hier dauert. Bis ich K.O. gehe. Weil hier K.O. ist ja K.O., ne? 5 Minuten. Okay. Sehr nett. So. Klappt die Fox. Die waren in der Serie relativ cool. Okay. Ich gehe jetzt nicht, ich hoffe, dass du da noch lebst. Alles klar. Gut, Nuga. Werde ich auf jeden Fall. Hoffentlich. boah, scheiße. Boah, Mist. Das Ding gerade ruckzuck. Zieht aber gar nicht so viel. Aber ich habe trotzdem Angst, dass es vielleicht kritten kann. Ruckzuckhieb. Macht nur einen Schaden, okay. Du kleine Cracker. Hör auf, Ruckzuckhieb einzusetzen. Danke. Oh, fast Level 10. Soll ich jetzt noch ein Pokémon? Ey, der hat mir 420 gegeben. Der Junge weiß Bescheid. Ne, gegen das Ding hier will ich eigentlich nicht kämpfen. Sprühdose Schutz, ja, Blaze. Habe ich jetzt wirklich den Hund ange. Okay. Zum Glück nicht, der macht Aua. Aquaknarre. Danke. Oh oh. Oh oh. Darf ich so risky spielen? Aber Risk it for the Biscuit, hallo. So, Level 10. Dann sollte ich wenigstens was austeilen. Ich schmeiß ihm trotzdem mal einen Trank hinterher rein. So. Ich brauche mal erstmal was zu futtern, ja. Ja, wie gesagt, geht doch gleich erst richtig los. Alles gut. So, sie will mir jetzt ihren Tee zeigen.
So. Wir wurden aufgeladen, okay. Dann kämpfen wir jetzt halt. Ich stampf dich wieder in den Boden, auch mit der Challenge. Wir sind aber cheaty und wissen ja, dass hier noch ein paar Items rumliegen. Auch Attacken. Das ist einmal Gegenstoß. Ich weiß gar nicht, ob unser Pokémon das erlernen kann. So, dann liegt hier noch was. Tafelwasser. Da oben liegt noch ein Supertrank, meine ich. Oder was war das? Superball sogar. Okay, noch besser. Können wir Gegenstoß erlernen? Ja, Vogelino. Also juckt's mich nicht. Der ist doch eh gleich weg. Okay, hopp. Ja, ich wollte eigentlich doch schon loslegen. Okay. So, hier bin ich Hobby. 3 Pokémon hat er inzwischen, der Kerl. Okay. Ja, probier's bloß nicht aus. Ich lebe gefährlich, ey. Aquaknarre. Befeuchte dieses Schaf. Mach es träge. Wolli ist meins. Tschüss. Wir sind beinahe schon wieder Level up. Meh. Hopplo. Ja, kein Problem. Das Ding geht doch in einem Schlag um, oder? Jetzt haben wir noch Spaß an der ganzen Challenge. Gleich wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich dann auf einmal einen Raupi und 2 Carpados kriege. Wobei, Carpados, 2 Stück kann ich eins wegtauschen. Und wir können immer noch einen Garados daraus kriegen. Tschüss, Hoplo. Elf. Mikro. Nee. Wir werden alles mit unserem Starter-Pokémon einfach machen. Oh Mann. Einfach Aquaknarre überall drauf machen. So, das war's mit dem Kollegen. Der Empfehlungsbrief, dankeschön. Aber ich check halt nicht, wo jetzt genau der, ja. Ich habe das eigentlich deaktiviert. Ich habe keine Ahnung, warum sowas dann trotzdem kommt. Hier das mit der, mit dem Stein. Vielleicht, weil er irgendwas sagt, keine Ahnung. Man bestätigt eigentlich, dass man die Story kennt. Aber hey. I don't care. Oh Mann. Lalala. Tralala, labala. Hm.
müssen dann sowieso gleich wieder zurück auf zwei Pokémons runter. Daher können wir uns schön aussuchen, welches Pokémon wir nachher mitnehmen und in der Bank lassen. So. Jetzt gib mir meinen Arm reif und lass mich abhauen. Bitte. Trink deinen Tee alleine. Dankeschön. Aber darf ich jetzt gehen? Lalalala, 45 Minuten schon drin und wir sind noch nicht richtig gestartet. Geil! Aber jetzt geht's los. Ja, ja, hopp. Mich interessieren die Pokémon hier nicht mehr. Ich habe ja alles gefangen. Tut mir leid. Nee, nicht nicken. Kopfschüttel. Hier wird nichts mehr gefangen. So. Tschüssikowski. Ach, ich glaube, jetzt können wir schon. Okay. Dann, Bio, bist du da? Was macht der Wonderlock? Letztendlich der Link für die offiziellen Nuzlocke-Challenge-Regeln und ein Kommentar dazu, dass nicht alles 1:1 so übernommen wird. Genau das macht er. Aber gut, Bio, bist du da? Verbindung mit dem Internet herstellen, ja. Bitte funktioniere. Yes! Funktioniert. Zaubertusch! Oh, es geht wirklich noch nicht. Dadurch, dass wir halt... Leute, uns wird Hopp angezeigt. Okay. Also wir müssen wirklich kurz jetzt noch diesen Anfang hier mit dem Ding zu machen. Sternschauer. Prime Gang. Was? Converted a Prime Gaming Sub to a Tier 1. Oh. Hobby. Wie habe ich denn dies verdient? Was ist denn Prime Gaming? Prime Gaming. Ist das dieses Amazon Twitch Prime Gedöns hier oder was? Ja, dankeschön. Tier 1 Sub bis jetzt. Ah, Abo verlängert, okay. Ja, sorry, dass ich 2 Wochen lang gefühlt nicht gestreamt habe, ne? Also, sorry. Komplett Abo gewastet, aber dafür kannst du das Emote schon die ganze Zeit verwenden. Was ist das denn? Ist das neu? Emote Hype Haste, Limited Time Only Emote. Ah, okay. Ja, es ist momentan ein Twitch-Sub-Angebot. Du bekommst 20% Rabatt für das erste Sub. Also Leute, 3 Euro nur. Und ihr könnt an meinem Stream mehr teilhaben als jeder andere, dadurch, dass ihr dann dieses Emote hier spammen könnt. 3 Euro, 20% Rabatt. Dann könnt ihr der Waschbär-Gang beitreten. So, lass uns jetzt losfahren. Das hat dein Leben verändert, wie so ein schlechter Fernseh-Ad. Ah, okay. Die Szene wurde tatsächlich übersprungen, das ist gut. Glück im Unglück, genau, daran habe ich auch gedacht. Genau, ja, ja. Wie Billy Mays oder wie der hieß. Okay. Ja, genau. Die. So, jetzt muss ich noch mit Sonja reden und dann geht's offiziell mit unserem Wonderlock los. So. Hier dürfen wir übrigens in jedem Gebiet ein Pokémon fangen.
In jedem einzelnen darf eins gefangen werden. Nett und langsam. Was sollen wir eigentlich mit dem Meisterball machen? Steht irgendwas in den Regeln wegen dem Meisterball? Soll ich das dem Seychien, sollten wir soweit kommen, geben und dann mit dem Meisterball weghauen? Halt, immer mit jemand auch noch einen Meisterball hat zu seinem legendären Pokémon. Ich werde aber dem Seychien werde ich Wonderlock nennen. Haha. So, Pokédex, Gedöns, genau, dankeschön. So, dankeschön. Damit geht's offiziell los. Kann ja auch mal nach einer Stunde losgehen alles, ne? So, dankeschön. Zaubertausch. Hä? Der hat keine Pokémon auf seinem Pokémon. Oh. Ach so. Ist das gemeint? So muss ich das machen. Okay. So, Zaubertausch. Das ist unser Starter-Pokémon. Was wird unser neuer Starter-Pokémon? Ja, ich möchte speichern. Ein Level 1 Karpador. Dann wäre ich ziemlich von beeindruckt, aber irgendwo wäre es auch klar gewesen. Wonder Piggy macht seinen ersten Wonder Trade. Es geht los, Leute. Gönn dir Karpador, das wäre witzig. Wer ist tatsächlich? Ja, okay, es geht los. Unser Starter-Pokémon ist... Ich würde jetzt gerne so komisch lustige Geräusche machen, so wie du. Was wird das Bier, du? Ein Vulpix! Cool! Das ist zumindest schon... Es ist auch ein deutsches Vulpix. Ist schon mal ganz nice. So hätten wir wenigstens schon mal ein Feuer-Pokémon. Sicher drin. Bio ist ein Vulpix. Sehr cool. Ja, nice. Bin ich zufrieden mit tatsächlich. Nee. Ne, ist ein englisches, okay. Mit Feuerfänger. Level 10. Nice. Nice. Feuerfänger Level 10, also gar nicht mal gut, Spezialangriff runter, Angriff hoch, aber das kann man umgehen. Was haben wir denn hier? Gängigkeitszeichen, Pokémon 1, oh, was? Ich hab ein fucking Pokémon mit einem Titel gekriegt. Thanks. Boah, das ist nice. So, unser zweites Pokémon. Ja, also ich muss sagen, guter Start mit einem Feuer-Pokémon. Kriege ich das? Yeah, damn, boy. Du kriegst dann das. He's thick, boy. Sorry, ich glaube, das hat hart übersteuert, ey. Aber wir müssen zum Poké-Center direkt. Wir werden hier erstmal in keine Pokémon reinrennen. In Raids so oder so erstmal gar nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, dass alles weggetauscht wird. Das, was wir haben. Unser zweites Pokémon ist... Oh, okay. Ein Kamalm. Ein Dreadnought. Das wird mir hundertprozentig nicht gehorchen. Scheiße. Frank the Tank, wie schlimm ist es? 60? 60, oh Mann, ey. Ja, gut, ne? Nicht mal Giga Dynamax. Klar, ich habe schon alle Pokémons gefangen. Schon ewig lang. So, und hey Don.
kriege ich das Thickboy. Also, Obi, wenn du willst... Hier findest du... Ja, ich weiß, wie der ganze Kram hier funktioniert. Danke, Spiel. Also, Obi, wenn du willst, kannst du das, ja, das Dreadnought sein, aber ich glaube, das willst du nicht. Seitdem ich Affiliate bin. Was auch schon bestimmt ein Monat ist. Guten Tag, Branawart. Nee, das war nicht Branawart. Branawart ist die Weiterentwicklung. Gerade keine Ahnung. Der Boy ist heftig geworden, genau. Ach, Mann. Money in the Bank. Nee, Money on my Pocket. Oh, Hype Overload. Hype Overload. Der Don hat abonniert. Danke für das Abo, Mann. Danke. So, eigentlich können wir Fugolino noch weghauen hier. Warte mal. Das packen wir dahin. Ja, Dreadnought, ne? Also, Dreadnought wird halt einfach wirklich nicht gehorchen. Sogar wahrscheinlich ziemlich lang nicht. Zaubertausch. Also, Don für dich auch. Falls ihr diese Nuzlocke-Gedöns-Kram hier nicht sagt, Ausrufezeichen Wonderlock, kannst du dir die Regeln mal anschauen. Wir haben nur einige anders, dadurch, dass wir halt die Pokémon nicht behalten, die wir fangen, sondern alles wegtauschen per Zufallsdingen. Deswegen heißt unsere Challenge nicht Nuzlocke, sondern Wonderlock. Jetzt ist die Sache, ich kann ja leider nicht sagen, welches Pokémon ich kriege, aber wenn du ein Pokémon siehst und du möchtest nach diesem Pokémon benannt werden, kannst du das gerne Bescheid sagen. Danke für die Bits, my boy. Liebe. Der Boy. Don ist auch ein Boy. Ein guter Boy. So. Ich hoffe, ich meine auf jeden Fall, dass das mit dem Umbenennen jetzt immer noch funktioniert. So, ja. Danke, Sanja. Liga-Karte, ja, ist schön, danke. Brauche ich nicht. Die einzige Liga-Karte, die ich brauche, ist die vom Ballguy. So, ich möchte jetzt gerne... Oh, unser drittes Pokémon. Bitte gib mir nicht noch so ein Dreadnought, bitte. Bitte. Jetzt kommt Sarude. Oh, okay, Glibunkel. Das könnte Low-Level sein. Krogunk. Glibunkel. Sehr schön. Sogar ein sehr starkes Pokémon tatsächlich. Finde ich nice. Pokémon. Level 21. Okay. Wird uns also auch nicht gehen. Okay, belastend. Einen Namen bewerten. Vulpix. Was? Du... Das ist scheiße. Hä? Einen Namen bewerten. Damit kann ich doch den Namen ändern, hallo? What this? Wieso können das andere Leute? Hookajob, Kartomat. Hä? Ja, I'm Confusion, aber so hat man. Normalerweise kannst du Pokémon, die du durch den Wonder Trade bekommen hast, nochmal umbenennen. Das ist ganz schön blöd jetzt. Ja, aber warum geht das nicht? Eine Attacke erinnern. Haben wir irgendwelche Pokémon, die Attacken erinnern kann? Vulpix, was hast du mal schon gehabt? Ich kann mich... Okay. Ja, gut, ne? Dann sind wir an die Namen... Ja, das ist blöd.
Dann, ja. Was ist das für ein Mist? Gehen wir jetzt, nachdem du das Pokémon gefangen hast? Hä? Ja, aber ich habe das bei jemand anderem auch gesehen. Was ist denn das für ein Mist? Ich weiß, dass es funktioniert. Why? Kam das erst später oder so? Ich konnte es letztens auch nicht bei mir. Ja, aber ich habe bei Dingens habe ich es gesehen, dass es funktioniert. Bei Max haben wir das auch gesehen. Ja, ich weiß, aber... Hä? Was ist das denn? Da lernt man das später wirklich vielleicht erst. Hm. Das ist belastend. Das ist gerade schwerst belastend. Die Stimme aus dem Hintergrund. Du Schmacker! Obi, ey. Hä, aber ich check das jetzt nicht, dass es... Ach man, ey. Ja, wie soll was machen? Ich kann die Pokémon halt einfach so jetzt nennen, wie sie... Wie wir es nennen? Ich notiere mir das einfach. Ja, mit Sicherheit. Der Scheißtisch ist einfach viel zu klein. Oh Mann, ey. Ja, wie soll man es denn jetzt machen mit den Pokémon? Wir haben jetzt nicht so geile Pokémon bekommen, außer das Vulpix tatsächlich. Das, Glimpunkel können wir auch erst sehr viel später verwenden tatsächlich. Es ist Level 20, das wird uns nicht lang gehorchen. Oder gar nicht gehorchen tatsächlich. Die Regeln besagen zumindest, dass, in jedem Bereich ein Pokémon gefangen werden kann. Tun wir das mal. Wir fangen uns noch einen Fritzelblitz. Ein Fritzelsplitz. Okay. Pokéball. Danke. Donnerwelle. Wisst ihr was? Ich wechsle zu Frank dem Tank. Das kriegst du nicht kaputt, Kollege. Dreadnought, hau rein. Tank nun, ne? Er hat den Silberblick drauf. Okay, komm, Fritzelblitz. Bleib mal drin. Jetzt. Sofort. Blödes Viech. Kann ich dich doch nicht kaputt machen. Schwächen kann ich dich auch nicht. Bleib drin. Bitte. Wenn ich dich versehentlich kaputt mache, gibt's für mich hier nichts mehr. Bitte bleib drin. Ich kann mir noch mehr Pokébälle kaufen, aber... Bisschen blöd. Bitte. Affe. Alle. Nein, ich wollte eigentlich nicht angreifen. Ach, Fritzelblitz. Wenn ich es fange, werde ich es Glurak nennen. Mann. Ach, geh mir doch weg mit deiner Donnerwelle, Alter. Brenn erstmal durch 180 HP. Bleib im Ball, verdammt. Now! Danke. Freezelblitz wurde gefangen. Ah ja, wir möchten einen Spitznamen geben. Wir möchten das Ding jetzt Glurak nennen. Ja, Fritzelblitz ist echt cool, ja. Glurak. Wäre tatsächlich auch ein Pokémon, was ich tatsächlich in der Nuzlocke annehmen würde und weiter trainieren würde. Nenn doch mal einen Gogi oder so. Mache ich dann auf jeden Fall gleich. Zaubertausch. Oh ja, ey. Ich packe jetzt Frank den Tank auf die... auf die Bank. So.
Ich meine, für später ist es vielleicht cool, aber aktuell, es wird uns nicht gehorchen, ne? Es wird jetzt halt einschlafen und sonst irgendeinen Mist machen. Aber nicht das, was es soll. Es darf kein Pokémon aus dem Team sein. Ach man. Oh, da ist. Ich glaube, das Ding will gerade auf mich los. So, jetzt müssen wir Glurak wegtauschen. Und von einem anderen Fritz bist du weglaufen sofort. Lass mich in Ruhe. Zaubertausch. Glurak. Ja. Speichern und suchen. So. Mal gucken, wenn wir jetzt im nächsten Gebiet sind, können wir auf jeden Fall das nächste Pokémon da fangen. Problem ist halt, die Naturzone leckt. Okay. Wonne Wiesen, was haben wir denn hier? Okay, nächstes Pokémon. Ich bitte, dass es was ist, was wir brauchen können. Genauso wie sowas wie das Vulpix. Ah, ja, gut. Flunschläge ist ganz cool. Das neue. Aber es wird hundertprozentig auch überlevelt sein. Ach man. Von einem Pokémon kriegen wir gerade nur den Schand. Level 25, okay. Aber wie gesagt, es ist an sich gut. Können wir auch später gebrauchen, aber ja, blöd. Was fangen wir denn hier am besten? Das Surfcorn kommt. Das nennen wir dann Gobi. Und ich glaube, danach werden wir mal ein bisschen was leveln. So. Das Gugikorn. Auch die Kacke. Es ist direkt aus dem Ball gegangen. Ruckzucki. Vom Vulpix. Damn, okay, wir haben hart genug getroffen. Jetzt können wir Pokéball. Das ist bestimmt schon ziemlich hart, das Safran. Wir haben's. Sehr schön. Sehr gut. Level. Das Gute daran ist, wir leveln halt auch sehr schnell. Kann auch unser Nachteil sein. Ach Mist, ich habe vergessen, das Pokémon zu benennen. Ach Mann, ey. Was kann ich überhaupt? Ich wollte es doch Gugi nennen. Egal. Weg damit mit dem Teil. Gib mir was Cooles, bitte. Bitte. Gib mir was für das Safgon. Auch wenn ich nicht viel gebe. Please. Tu mir den Gefallen. Es ist halt echt belastend, so das Team erstmal aufzubauen, ne? Aber ich will nur ein Pokémon noch, was wir mit nutzen können. Ich will einfach ein zweites Pokémon. Ich will nicht jetzt alles auf Vulpix setzen, weil wenn ich jetzt alles auf Vulpix setze, ist es auch sehr schnell vorbei, was Vulpix angeht. Weil dann gehorcht es mir nicht. Enton! Ein Wasser-Pokémon, das ist gut. Aber das wird hundertprozentig überlevelt sein. Bitte lass es ein Zuchtrest sein, das wäre nämlich top. Das wäre tippitoppi. Bitte. Es ist ein Zuchtrest. Nice. Wir haben endlich ein zweites Pokémon. Sick. Wir haben ein zweites Pokémon. Nice. Jetzt will ich nur... Nee, das machen wir nicht. Das ist auch doof. Ich dachte, dann können wir ja unser Dreadnought ja in der... im Dingens einsetzen, im Rage.
Aber das wäre ja auch doof. Wenn er trifft, dann ist er einfach weg. Dann ist vorbei. Poupage. Naja. Fangen kann ich die sowieso nicht, ich hab schon was. Ich hätte aber gerne gegen das Safkorn gekämpft. Wenn es noch da ist. Ja, es ist noch da. Danke, Safkorn. So, Vulpix. Dann hauen wir mit Glut rein. Sehr schön. Und unser erster Arena-Gegner ist ja Typ Pflanze. Also, das Pokémon kommt sehr gelegen eigentlich. Konfusion. Es ist... Ey, Obi, das wäre doch absolut das Pokémon. Das ist genauso Confusion wie du, ey. I am Confusion, ey. Du bist doch... Vor allem, du wolltest ein faules... Enton. Du bist Enton. Enton ist auch Confusion. Dann bist du das Enton. Auch wenn ich es hundertprozentig auch nicht benennen kann, was irgendwie total weird ist. Hm. Laufe ich denn nicht langsam mal in das nächste Gebiet rein? Bitte. Als ob das hier immer noch alles das gleiche ist. Wenn ich jetzt gleich einmal rum bin, dann werde ich auf jeden Fall in die Stadt gehen. Dann ist vorbei. Nö. Nein. Okay, danke. Okay, Büffelscheinwald. Da fange ich einfach mal das Hutut. Das Hootihoot. Das wird einfach Googie heißen und fertig. Das ist Level 14. Okay. Ruckzucki. Mist. Okay. Dann bleibt mal sehr schnell mit dem Pokéball drin, bitte. Oder auch nicht. Oh, fuck. Ist Bio schon besiegt? Belastend. Wollen wir aber nicht. Wieder heil. Scheiße. Keine Ahnung, wo der ist. Kann es sein, dass wieder halt mehr Schaden macht über Time? Ja. Tschüss. Kein Pokémon für mich in dieser Route. Bitte, Dankeschön. Ich glaube, das Dragon sollte wieder dabei sein. Ist das belastend, ey. Wir können ja versuchen, dass Dragon auch wenigstens ein paar Pokémon weghauen kann. Aber da werdet ihr sofort sehen, wie anstrengend es ist, mit so einem Pokémon irgendwelche Pokémon besiegen zu versuchen zu können. Tun. Alles mögliche, egal. Bisschen unmöglich. Aber wenn, dann ist natürlich weg, ne? Das Teil. Jetzt macht er wahrscheinlich. Da, Dreadnought wendet sich ab, okay. Hagekörner. Wir können ihn ja outstallen, wobei nicht, aber gar nicht. Ungehorsam. Oh. Alles Gute, wir kämpfen gegen Botoge.
Das hielt uns immer irgendwann. Mach dein Nickerchen, okay. Es ist zumindest nicht mehr paralysiert. Botogel der Endboss, ja genau. Aber jetzt macht ein Nickerchen inzwischen. Es ist aufgestanden und macht wieder ein Nickerchen, danke. Jetzt weißt du, was ich meine mit, das Ding ist derbe useless. Level 16 sieht zwar nett aus, aber 60. Aber das war's aber auch wieder. Danke fürs Heilen. Ich möchte ja nur einen Body Slam. Er hat sich wieder vor Verwirrung selbst verletzt. Es faulenzt. Macht ein Nickerchen. Also wie du siehst, das wird nichts, ne? Ich könnte es tatsächlich jetzt K.O. gehen lassen, aber lassen wir es mal. Problem ist, das können wir halt auch nicht weiter tauschen, ne? Und ich weiß gerade nicht, mit welchem Arena-Leiterorden uns es anfängt zu gehorchen. Ich glaube, mit dem 5. oder 6. Orden erst. Also relativ spät. Aber hey, das muss halt mit einberechnet, wenn du halt, wenn du halt in dem Sinne Glück hast mit einem High-Level-Pokémon. Ich meine, gut, wenn es trifft, ist vorbei, ne? Aber, ja. Doof. Mal gucken, ob wir hier ein Pokémon noch kriegen. Nebulak. Mal schauen, ob wir das Nebulak kriegen. Dragnor pennt ja sowieso. Mein Problem ist nur Nachtnebel. Wir haben es aber, sehr gut. Wir haben nochmal eine Chance auf ein Pokémon. Oh Gott, Leute. Das macht mich hier fertig. Groll, nee, danke. Ich hab wieder einen Namen vergessen. Egal, wir müssen sowieso zu Pokécenter, dann benenne ich es noch und dann tausche ich es weg. Ja, Metasee haben wir schon was gefangen. Damals Fritzelblitz, ja. Orbi, du musst aber mal schauen. Da gibt's jetzt auch noch was Neues, was du kaufen kannst. Für die Kanalpunkte. Schau mal genau hin. Lass mich ja nicht lumpen, ist ja nicht schwer genug, ne? So, heilen wir mal alle. So. Namen bewerten. Von Nebulak. Das nennen wir jetzt Gogi. Sehr teuer der Spaß. Ja, es ist aber auch Spaß, ne? Man kann halt den kompletten Run damit zerlegen, ne? Das muss auch noch mit beiden berechnen.
Ich glaube, die Regel mit dem Team werde ich wahrscheinlich auch sein lassen, dadurch, dass mir nichts Dingens. Darauf spare ich jetzt. Okay. Fair, ich habe dir damals auch eine Runde versaut. Der Spaß läuft dann so darauf hinaus. Ich packe meine Switch aus der Docking Station, shuffle meine stärksten Pokémon im Team. Du weißt nicht, welche Pokémon an welcher Stelle sind. Und darfst dann, was weiß ich, du schreibst dann Nummer zum Beispiel 3. Wenn auf 3, sagen wir mal, das Vulpix liegt, muss ich das Vulpix freilassen. Wie gesagt, ist aber teurer Spaß. So, unser nächster Partner, unser Googie, wird weggetauscht. Ach du Scheiße. Leute, mit sowas kann ich nichts anfangen. Wie soll denn dieser Run enden? Das ist doch scheiße. Musst du mit Enton und Vulpix machen. Ja. Wobei, Level 40, das geht. So, aber ich hätte jetzt 6er-Team voll. Wovon mir 2 Pokémon wahrscheinlich zuhören. Ja, wie gesagt, das sind halt krasse Pokémon, aber du musst immer noch davon ausgehen, kaum welche davon gehorchen mir. Wenn sie mir gehorchen, wird geil, ne? Ist schon. Dann schon. Weil wir haben jetzt noch bis jetzt keinen doppelten Typen eigentlich. Nee, haben wir nicht. Bis jetzt sieht's eigentlich wirklich grundsolide aus. Halt Wasser, aber I don't care. Feuer, Wasser, Gestein, Kampf, Psyche, Gift. Hier nochmal Boden, also. Typenverteilung ist also schon mal grundsolide eigentlich. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Wir sind der Avatar. Wie gesagt, ich würde mich ja speziell eher für Pokémon auf Level 1 freuen, dadurch, dass ich hab dann zwar mehr Training und alles änderte sich. Es ist nur ein Nationalangriff. Genau. Das Feuer, das Wasser bringt mir nicht mehr viel, Kollege. Das tut mir aber leid. Oh Mann. Das wird jetzt sehr witzig. Das wird jetzt super witzig, ey. Was für eine Trikotnummer soll man wählen? Ihr dürft entscheiden. Die Zahl, die am öftesten fällt, wird genutzt. Es geht auch ohne 0 tatsächlich. Ach ja. Also überlegt es euch, welche Nummer soll auf meinem Trikot draufstehen. Also Leute, haut rein. Obi, Don, ich brauche eine Nummer. Ich brauche eine Zahl. Meldet mich an. Die 6. Also haben wir jetzt einmal die 69, die 6. Don, was sagst du? Welche Nummer soll man wählen? Die 4. Sonst wir machen alles in einem. So, wir haben 69,4. Dann sind alle Zahlen drin, die genannt werden. 694 sind wir, danke. Voll die random Nummer. Aber jetzt müssen wir nämlich kämpfen. Unser erster Kampf beginnt gleich.
Ich probiere einfach mal mit Glibunkel zu kämpfen. Wenn es nicht hinhaut, dann haut es halt nicht hin. Haben wir halt Pech gehabt. Ach ja. Da müssen wir jetzt übernachten. Joho, chill doch, ich weiß, wo es ist. Geht er mir auf die Nüsse, der Kollege. Oh nein, ich darf gegen Team Yell kämpfen. Das wird witzig. Das wird haha witzig. Ich will halt Vulpix nicht einsetzen, dadurch, dass es halt unser einziges Pokémon ist, was uns wirklich gehorcht, wo ich weiß, dass es ist. Enton wird zu schwach sein. Ja. Daher versuchen wir mit Glibunkel immer. Nice. Kämpf mit mir. Danke. Er setzt TikToks ein, okay. Komm, Glibunkel. Giftschock. Oh, es gehorcht mir. Nice. Danke, Glibunkel. Und das war ein Lucky Punch. Ich glaube, ich Level 20. Aber es ist ja schon 21. Das war einfach nur mega lucky, ey. Holy moly. Okay, sehr schön. Ja, komm, kämpfen wir auch. Clap die Folks. Vergeltung. Es gehorcht. Das ist krass. Wir sind also jetzt schon mit Level 20er Pokémon unterwegs. Das ist nicht schlecht. Er wollte meine Pokémon heilen. Danke, brauche ich nicht. Das ist nochmal eine. War das jetzt. Oh man. Damit ich es schwieriger habe, soll ich dann einfach die Pokémon von Hop auch besiegen? Oh man, ey. Ja komm, ich bin so nett. Es hat tatsächlich angreifen dürfen, okay. Tschüss. Nein. Oh. Jetzt habe ich das Zickzack angegriffen. Machen wir Giftschock auf Hörser, Blau. Es gehorcht doch nicht. Es war also wirklich Glück eben. Jetzt frage ich mich, ob das gesund ist. Okay. Also es gehorcht ein bisschen. Oh Mann. Ja, tschüss Hoplo, ne? Ich glaube, wenn das so gerade an der Grenze ist, geht's glaube ich noch. Aber ich glaube so das, was unser Dreadnought wieder gegangen ist, ist glaube ich, da ist komplett raus.
So, und jetzt auf die Vergeltung auf das Zickzack. Kratzfurie. Ja, machen wir Kratzer weg. Standpauke. Und Vergeltung. So. Sehr schön. Wollte gerade sagen, hat sich ein bisschen in die Länge gezogen, aber das lag ja an mir. Ich musste ja Hobbs Pokémon unbedingt besiegen. So. Ich möchte eigentlich nur weiter. Ah ja, stimmt, ich muss ja einchecken. Unser Pokémon geheilt. War das nötig? Am nächsten Morgen. So, ja, führe mich einfach hin. Und rede bitte nicht so viel. Boah, weißt du, was soll denn geil wäre, Obi? Wenn ich dann wirklich meine Switch modden würde, dann könnten wir hier Randomizer spielen. Das wäre richtig heftig, was. Randomizer, Nuzlocke. Ah, das habe ich bei Smaragd einmal gemacht. Ich kam nicht mal zum ersten Orden. Ich hätte voll den Ranz-Pokémon am Anfang kam durchgehen. Legendäre Pokémon wild war ich direkt weg. So. Da ist Rose und Leon. Der seine Hose gerne mal verliert. Der Hosenboy. Ja, endlich noch ein neues Pokémon. Also wir könnten jetzt versuchen noch ein Pokémon zu kriegen tatsächlich. Ich hoffe, dass wir vielleicht was Gutes kriegen. Es wäre hart belastend, wenn wieder nichts dabei wäre. Ich weiß nicht, soll ich aktiv jetzt Bullpix verwenden? Weil ich glaube, ich habe halt keinen Bock, dass das jetzt gleich zu hoch gelevelt ist, dass das uns dann in der in der Arena halt nicht mehr helfen kann. Problem ist, es ist halt auch noch zu schwach. Das braucht auf jeden Fall Training. So. Was soll schon schief gehen? Stimmt, Hopp will ja kämpfen. Ja gut. Kämpfen wir! Hibbidi Hobbidi! Unser erster richtiger Kampf beginnt. Level 11. Gut, dass wir ein Pokémon Flammkörper hat.
glaube aber, ich muss wechseln. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, das sehen wir dann. 13. Hoplo. Probieren wir Enton tatsächlich mal aus, dadurch, dass es ein Zuchtrest ist. Aquaknochen. Autsch. Soll ich noch einen Schlag riskieren? Psychstrei vielleicht? Ja, Du Trottel, Alter. Okay. Auf jeden Fall ein Trank. Bei Ruckzuckkeeper macht tatsächlich Schaden. Glut nicht, aber nach einer Aquaknarre sollte reichen tatsächlich. Oh fuck. Jawohl. Enton hat das Shoplo besiegt. Oh, wundervoll. Sehr gute Erfahrungspunkte. Für Makro habe ich. Was habe ich dafür? Stunfisk. Oder? Nee, habe ich nicht. Wobei doch, wenn es angreift, würde ich Tiefschlag nehmen, aber. Nehmen wir mal lieber Glibunkel. Schon peinlich für einen wie dem gegen zusammengewürfeltes Team zu kämpfen, wo die Hälfte der Pokémon nicht mal einem gehorchen. Naja. Giftschock! Tschüss! Tja, Hopp. Mies gelaufen, oder? So läuft das hier aber nicht, ey. So, heilst du mich denn noch wieder? Was ein Saftsack. Na gut, wir sind direkt am Pokécenter. Okay. Den ersten Hauptkampf haben wir durch. Jojo. Danke fürs Dasein und vor allem danke für das Abo, ne? So. Dann schauen wir mal rein. In die nächste Route. Und beten einfach nur, dass wir ein Pokémon bekommen, was wir gebrauchen können. Puh. Okay, wir sind auf jeden Fall ein paar Pokémon. Was haben wir hier? Oh, Thermopod. Das ist bei mir damals nie wirklich so wild gekommen, wie es jetzt wild gekommen ist, tatsächlich. Ruckzuckieb. Biss, okay. Oh, wow, was? Glut? Oh. Oh, was? Ja. Lassen wir das mal. Brenn den Stein nieder, aber nicht meinen Vulpix. Pokéball. So. Aquavelle schon. Wow. Ja, Aquaknarre weg, tschüss. Das wird derbe wichtig gegen den dritten Orden. Ja, ich möchte Spitznamen geben. Wir nennen ihn...
Keine Ahnung. Detlef! Detlef, D. Die Soße. Genau so Panne aus, das Ding. Tschüss. Drücken wir uns mal wieder die Daumen. Hey, Anisunda. Oh, holy shit. Wie spricht man das aus? Ich sage, ansonsten sage ich einfach Ani. Nächstes Pokémon. Unser Detlef, die Zeus, geht weg. Und her kommt ein Shiny! Okay! Das ist 100%ig. Ja, wollte schon sagen, Mashups.com. Fuck off, ganz ehrlich. Das würde ich direkt freilassen. Tschüss. Gut, dann können wir weitermachen. Nee, mach ich nicht. Ist gecheatet. Es ist gecheatet. Es dient rein für Werbung für. Also das war jetzt mashups.com. Dort kannst du für Geld Pokémons kaufen. Die cheaten da alles hoch. Die haben da gecrackte Switches und so alles. Und das ist. Die machen Geld mit illegalen Dingen. Daher, ich hab's direkt freigelassen. Habe ich halt Pech gehabt, habe ich ein Pokémon weniger, vielleicht uns erlauben wir vielleicht, dass wir noch einmal fangen können. Aber wie gesagt, das will ich nicht behalten. Du hättest es dir gegönnt. Du kannst von mir auch ein richtiges Shiny von mir haben, da habe ich kein Problem mit. Aber dafür musst du dir von deinem Boy das Game erstmal wiederholen. Also erlaubt ihr mir ein neues Pokémon zu fangen oder nicht? Wenn nicht, ist das auch kein Problem. Möchte lieber von den anderen aushören. Soll ich dieses Klick fangen? Um ein neues Pokémon zu kriegen? Klick fangen oder nicht? Das ist gerade die Frage. Wenn ja, dann fange ich's und hoffe auf ein nicht gecheatetes Pokémon. Ansonsten. Das Problem ist halt, das Ding war Level 100. Das Ding hat perfekte EVs, perfekte EVs. Alles. Shiny, alles. Also mit dem Ding hätte ich nur gewinnen können. Und ganz ehrlich, ich lasse mir halt das nicht manipulieren mit so einer Scheiße. Kann ich auch gleich den Spaß hier aufhören, wenn ich sowas verwende. So. Dann schauen wir mal, was unser zweiter Versuch hergibt. Ja, ich hätte einen Spitznamen. Das sind doch Muscheln, oder? Ne, Mutter. Wegen Mutterschrauben. So. Zaubertausch. Mutter weg. Jo, dann such mal neu. So, was wird unser neues Pokémon?
Ja, oh boy. Ich gehe jetzt extra gerade nicht in die Trainer rein, dadurch, dass ich halt potenziell was kriegen könnte, was Level 1 wäre. Und dann könnte ich ja EP mit einsammeln, weißt du? Für das neue Pokémon. Deswegen bitte, gib mir etwas, was ich gebrauchen kann. Ein Volley! Okay, Volu. Das wird 100%ig Low Level sein. Und als Normal-Pokémon kann man es am Anfang tatsächlich verwenden auch. Dann fliegt Dreadnought aus dem Team und wir haben Volu mit Angst sogar. Okay, hat leider Angriff runter, was jetzt nicht so geil ist. Ich wollte eigentlich zum Team und ich wollte mit dem Kollegen kämpfen. So, dann zeig mal deine Pokémons. Zeig mir deine Pokémänner! So. Gift Shock. Das Ding hat was ausgehalten. Okay, krass. Dankeschön. Ja, ja, keine Lust mehr. Ich verstehe schon. Warte mal. Okay. Dann gucken wir mal nächsten Kampf. Toxic Quark, aber wieder Gift Shock. Okay, da hatte der keinen Bock. Okay. Glut. Über Kopf. Oh! Alter, chill. Du brennst jetzt aber auch. Nö, tust du nicht, okay. Dann halt nicht. Geh mal drauf, ey. Hoi. Das war knapp, ey. Wir hätten beinahe unser Feuer-Pokémon verloren. Oh Mann, ey. Oh boy, oh boy. Kämpf mit mir, du kleiner Stinker. Und Orbi, hast du irgendwelche... Was glaubst du, wie weit ich komme? Ich meine, am Wissen scheint es ja nicht mangeln, aber an dem Pokémon scheint mir ja schon sehr. Absolut keine Ahnung, okay. Ich meine, du hast gesehen, was passiert, wenn du ein Level 60er, was dir nicht gehorcht, gegen Level 10er Pokémon einsetzt, ne? Daher, die anderen Pokémon sind halt wirklich einfach nur noch absolute Platzhalter, die mir nicht gehorchen. Die machen sich halt selber kaputt. Du hast bestimmt... Ich hoffe, dass es tatsächlich noch so ist. Noch dazu kommen wird. Faulenz. Oh, Mist. Glibunkel Faulenz jetzt immer mehr. Das gefällt mir nicht. Ungehorsam. Uh-oh. Komm, Glibunkel, hau rein. Giftschock, danke. Ich meine, sobald ich meinen ersten Orden habe, gehorcht mir, glaube ich, Glibunkel und Stunfisk bis Level 30, meine ich.
Das heißt, ich habe zwei neue Pokémon, die mir auf jeden Fall gehorchen für einige Level noch. Daher... Das ist schon mal also gar nicht so schlecht. Komm... Lass dich noch nicht mehr K.O. machen lassen, jetzt hau rein! Ein Gift-Trap. Dankeschön. So, gleich gibt's auf jeden Fall noch in der Höhle noch ein Pokémon zu fangen und hoffen, dass das halt nochmal was ist, was wir gebrauchen können. Ich sag gerade gegen so ein Karpador oder ein Fans-Pokémon sag ich halt nicht nein gerade, ne? Elektro-Pokémon, so ein Pikachu zum Beispiel. Hätte ich nichts gegen. Würde ich absolut nice finden. So. Ja gut, das Fluchtseil werde ich nicht brauchen. Wenn vorbei ist, ist vorbei. Das ist der gute Vorteil von uns, wenn wir irgendwelche Beleber bekommen oder so. Die können wir verkaufen und damit Tränke oder Pokebälle kaufen. Hier haben wir in der Route schon. Den will ich gerade nicht bekämpfen. Wobei doch, dann kämpfen wir gegen den. Der passt, Leute. Ach ja. Aber hey, auch wenn ich es nicht schaffe, ist mal nice, sowas auszuprobieren. Weil, wie gesagt, ich gucke meistens nur solche Sachen. Anstatt mal selber auszuprobieren. Man wird ja besser ausversuchen. Und als nächstes werde ich 100%ig auch eher einen normalen Nuzlocke machen. Vergeltung, sehr schön. Sehr schön. Doppelkick, sehr gut. Ja, machen wir Heuler weg. Wie viel Kleingeld hast denn du, Orbi? Wieder Giftschock. Sehr schön. Direkter Treffer. Der hat auf jeden Fall Bock, so wie ihr seht. Ein Escher. 60er Base Attack. Sehr schön. Kerada. Ich bleibe. Einfach Giftschock. Vergeltung. Okay, der hat auf jeden Fall gerade Bock zu kämpfen, das merke ich gerade. Er trifft gerade sehr häufig. Käfertrotz, was singt denn da die ganze Zeit? Spezialangriff singt, okay. Vergeltung. So, tschüss. Der hat jetzt die ganze Zeit angegriffen, das ist nice. So, Finn ist besiegt. Nice. Toxic Quark ist wirklich nicht schlecht, ey. Meine Güte. So, hier drin wimmelt unser nächstes Pokémon. Also unser nächster Tausch.
Ein Sternstück. Oh, was bracht die... Ja, komm, wir fangen das bracht die Berg. Einfach wieder Pokéball werfen. Nice. Und da ist unser Pokémon. Das Bett. Keine Ahnung. Zaubertausch. Jemand kriegt jetzt Ben mit roher Gewalt. Oh, das ist nice. Ja, ich will speichern. Soll ich versuchen, mit Anton zu kämpfen? Wenn es nicht wird, dann muss ich auswechseln, auf jeden Fall. Wir müssten auf jeden Fall, weil ich habe halt mit dem Psycho und Wasserattacken, also wird das hier eigentlich sehr nice sein. Kiesling. Und Gorchene wird es ja auch. Also, Anton. Sogar Gegner in deinem Level, also macht keinen Scheiß. Der Scheiß wurde nicht gemacht, sehr schön. Danke, Anton. Aussetzer, nee, lass mal. Ich glaube, Anton wird uns insgeheim unser kleiner MVP hier. Merke ich gerade. So, holen wir uns mal unser Item. Drei Superbälle, nice. Ja, warten wir noch auf den Tausch. Okay. Ja, nächstes Pokémon. Bitte etwas Brauchbares. Ein Elektro-Pokémon. Ich hoffe nicht zu hoch. Nice, aber. Finde ich tatsächlich sogar ziemlich gut, das Pokémon. Elisart. Ist das jetzt die Entwicklung oder die Vorentwicklung? Ist die Entwicklung. Okay. Also könnte das schon... Oh, Level 57 und Spezialangriff runter. Dann kannst du auf der Box bleiben erstmal. Ach, Mann. Okay. Okay. Na, Mist, jetzt habe ich verklickt. Egal, Kratzurier sollte auch schaden. Oh. Oder auch nicht. Psychstrahl. Komm, Anton. Noch ein Praktibalk. Sehr schön. Klaps. Hält er noch eins aus? Ah, beinahe der Verb, okay. Ich werfe mal einen Trank rein. Ja, ich glaube, den Stellenwurf hätte der nämlich nicht ausgehalten. Sehr schön. Oh, ich könnte aber das Zauberwasser Anton geben, tatsächlich. Merke ich gerade. Was geht denn so?
Brack Ganji. Ich mach grad eine Wunderlocke. Also eine Wunderlock. Ich darf hier mit Zufalls-Pokémons kämpfen. Wenn ihr das was sagt. Nuzlocke kennst du, oder? Bestimmt. Hast du bestimmt schon mal irgendwas gehört davon. Okay. Also es ist halt Pokémon mit spezifischen Regeln. Wenn du Ausrufezeichen Wunderlock machst, dann siehst du diese ganzen komischen Regeln, die es gibt für Nuzlocke. Und meine Schwierigkeit, die oben drauf ist, ist jedes ich darf halt ein Pokémon auf jeder Route fangen. Und bei mir ist noch das Problem oben drauf. Jedes Pokémon, das ich gefangen habe, muss ich Wunder tauschen. Ich habe jetzt bei drei Pokémon Glück gehabt. Ich habe aber auch schon Level 16, drei Pokémons, die hochgelevelt sind, die mir halt überhaupt nicht gehorchen. Wie gesagt, mit sowas muss halt leider rechnen. Also ich habe vorhin versucht, mein Dreadnought gegen ein Level 10er Pokémon einzusetzen. Dreadnought wäre beinahe draufgegangen tatsächlich, weil es halt wirklich nicht kämpfen wollte. Und ja, jedes Pokémon, was halt einmal besiegt wird, ist halt vorbei, ne? Dann ist es besiegt. Das werde ich hier mal machen. Name. Ich werde die Pokémons nicht freilassen. Das ist halt präferiert. Je nachdem, wer was haben will. Ich mache auch lieber einen Friedhof. Hintergrund. Guck mal. Wenn dann, wie gesagt, dass die Pokémons besiegt sind, Friedhof. Ich darf ein Pokémon nur fangen. Wenn ich die Arena mache, darf ich noch eins fangen. Würde mir auch sehr helfen, tatsächlich noch eins zu fangen. Ich lasse allerdings ein paar Sachen weg. Ich habe kurz, da kann ich mir einer bei deinem Stream mit einpacken. Also bei deiner Freundin auch meinen Family Share aktivieren, oder was? Ja, kannst du machen. So, dann geben wir mal Anton das Teil. Also Heilbälle habe ich eben bekommen. Okay, Sternstücke, Luxusäpfel. Brauche ich nur den Code. Schreib mir auf Discord, wenn ich brauche. Ein Moment. Ich muss gerade mal gucken, da du bist offline. Okay, das schreibt mir einfach. Okay. Ich weiß gerade nur nicht, wo mein Handy liegt, glaube ich, oder? Wo ist mein Handy? Ah, da, ich weiß wo. Okay. Habe ich jetzt meinen Enton geheilt? Nee, habe ich nicht. Ist aber auch der letzte Trank. Danach müsste ich theoretisch... Nee, ich habe keinen Bock jetzt nur um Tränke zu kaufen, komplett zurückzulaufen. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich es machen, aber sonst nicht. Ach ja. Auf jeden Fall bist halt mies busted, wenn du halt die ganze Zeit Pokémon kriegst, die du nicht benutzen kannst, ne? Dicta, also Aquaville. So, Enton zum Beispiel, also das Beste, was ich halt haben will, sind halt Zuchtreste. Wie das Enton zum Beispiel. Das war halt Level 1 direkt. Auf welchen Account soll ich das schicken? Soll ich das dir schicken? Ja, dann sollst du mich mal anschreiben, tatsächlich. Ich hab sie jetzt gerade hier nicht auf der Übersicht. So, Aquarelle. Schieß Rotomorph. Lecker. Müsste aber hinne machen, ne? Mit dem Aktivieren. Sonst muss ich noch einen neuen Code reinmachen. Klar, hat's geklappt? Okay. Ja. Ich kann dir nur schon mal sagen, in mehr oder weniger 2 Tagen wird es halt schwierig, an den Account zu kommen, ne? Also. Wäre ja der neue RPG-Maker dann draußen.
Dann wird es ein bisschen schwierig, den Family Share zu nutzen. So, Clone Cat ist sogar vierfach effektiv. Danke, Anton. Anton ist super. Dankeschön. Ja, passt ja, wenn du doch offline spielen willst oder nicht. Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, Steam erkennt das tatsächlich. Aber ich könnte später nach dem Stream tatsächlich was ausprobieren, tatsächlich. Und da bist du wieder, okay. So, wir sind jetzt bei Monsieur Spacko. Welches Pokémon soll man einsetzen? Anton hat sehr gut gekämpft bis jetzt. Mein Problem ist allerdings, der hat Psycho-Pokémon. Der Originaltrainer Papa Smurf, okay. Also ich kann mit Witcher gerade nur Stream drücken. Runterladen kann ich. Da müsste ein Pfeil neben stehen. Yeah. Attacken. Lehmschuss. Okay. Ja, dann versuchen wir mit dem. Das kann er zumindest keine Psycho-Attacken einsetzen. So, kämpft mit mir BD oder BD oder was auch immer der nochmal auf Deutsch heißt. Betis. Ah, Gott, ey. Von der Zyte. Hier riecht's ein bisschen verbrannt. So, Lehmschuss. Super, danke. Lehmschuss. Ich muss das Pokémon wechseln. Ich muss klug wechseln, vor allem. Ich kann jetzt nicht K.O. wechseln, das ist das Problem. Gigalith. Psycho-Attacken auf den... Nee, das ist vielfach sehr effektiv. Anton, komm. Ja. Mach das mal. Autsch. Wir haben noch einen Tafelwasser. Oh, zwei Supertränke. So, Anton. Jetzt musst du mir alles zeigen, was du kannst. Aquawelle. Sehr schön, das hat nämlich Initiative hoch. Oh. Ah, ich will nicht, dass der Run hier beendet wird. Komm bitte, Aquawelle, Anton. Oh, Monozito ist echt mies, ey. Der kleine grüne Arsch. Molly Morba. Ja, komm, Krogunk. Der hat zumindest mehr Verteidigung. Mein Problem ist... Oh, das ist gerade räudig, ey. Normalerweise mache ich mich lustig über diesen Kampf. Das ist gerade gar nicht witzig. Giftschock. Boah, bitte das jetzt nicht. Wir haben unseren ersten Tod. Rest in Peace. Vulpix, los. Damit ist unser erstes Pokémon draußen. Ach du Scheiße. Komm, einäschern. Verbrenn das blöde Ding. Okay, das kann. Der kann stallen, sehr schön. Baller doch, was geht? Das Readers kommt sehr gelegen. Ja, komm, Ruckzuckieb, Bullpix. Nee, das macht gar keinen Schaden.
Ach du Kacke, was hab ich da gemacht? Ein Eschern. Huh, nächstes Pokémon besiegt. Okay. Alter, was ist das für ein Bosskampf hier bitte? Brimova. Was war nochmal Brimova? Scheiße. Das war die neue Hexe, meine ich. Ja, das ist die ganze. Ja, ich habe aber auch Unluck wie Sau. Guck dir mal mein Team an. Schutzteile. Ja. Komm, Wulu, du bist dran. So. Primova, genau. Ja, mein Team ist auch schuld. Schutzteiler. Okay. Konfusion. Okay, doch, das geht. Einiger Imitator. Imitator, komm. Auch mal Confusion draufhauen. Ja. Das war nicht so smart. Jetzt wurden wir sogar verwirrt. Oh Gott, Alter. Ja, RNG is not on my side. Guck dir das an. Gigalith, bitte triff eine Attacke. Sei der MVP des Abends, bitte. Komm, Junge. Please. Puh, eine Attacke muss sitzen. Eine Attacke muss sitzen. Eine einzige. Kopfnuss. Bitte. Wer von unseren Pokémon könnte das potenziell schaffen? Wer könnte das packen? Sunfisk könnte das tatsächlich. Ich setze auf das Ding. Das könnte sogar noch eher eine Attacke ausführen als alles andere. Oh Mist, jetzt sind wir auch noch verwirrt. Okay, Kopfnuss. Komm. Schön, dass du ungehorsam bist, du blödes Teil, Alter. Wenn das Ding Midlife wird, dann muss ich das austauschen. Nett. Danke. Es verliert gerade gegen Pokémon Level 16. Oh nee. Oh! Flogging! Au! Wir haben's down! Bidi, du Drecksack! Betis! Affen! Graffaffe, Alter! Geh weg! Es ist saved! Der Run ist gesaved! Oh mein Gott, ey. Scheiße, was war das denn, Alter? Oh mein Gott. Oh, Freiheit. Ach du Scheiße. Leider haben wir ein Pokémon. Leider ist einer von uns gegangen. Miese Scheiße, das Ding hat. Ach, Mann. Ah, Scheiße. Nee, den will ich nicht mit den Steven. Machen wir Desert rein. Das ist echt mies. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, in irgendwelche Trainer reinzurennen. Ich will jetzt nur meine Pokémon fangen. Ey, das ist die Evoli ernsthaft. Normalerweise so selten, das blöde Ding. Da ist ein Mauzinger, okay. Fangen wir das. Ah ne, Mauzinger ist ja die Entwicklung. So, Stunfisk. Fang uns das nächste Pokémon. Bitte gib mir... Nee, gib mir kein neues Ding. Ich möchte wirklich... Gib mir einen Zuchtrest. Balladoch, du bist gerade gekommen. Weißt du was? Dann ist das Mauzi, dann heißt das Balladoch. Bitte schenk uns RNG und sei ein gutes Pokémon im Wundertausch. Das ist Werbung für deinen Kanal. Balladoch.
Nein. Oh. Ich hatte nie RNG. Jetzt ist es deine Chance, die RNG für dich zu gewinnen. So, Zaubertausch. Drück dir selbst die Knöpfe einfach. Die Daumen. Genau, die Knöpfe, genau. So. Und raus aus der Route, ja, bitte. Nein, ich wollte nicht noch umdrehen. Ich bin nur noch so... Why? Och, Mann. Da hat den Fritz... Ja gut, ich bin wieder so im richtigen Pokémon. Bitte triff deinen Lehmschuss. Dann ist vorbei. Ja, zwei Pokémon. Okay, triff zweimal Lehmschuss. Hey, guck mal. Erstes drin. Tschüss. Okay. Vulpix muss uns nur den Orden besorgen. Dann haben wir ein Pokémon, was uns eigentlich direkt gehorcht. Och, das ist echt blöd. Liebunkel war echt stark, tatsächlich. Ja, nochmal Lehmschuss. Oh. Da hat jemand Bock. Okay. Oder auch nicht. Ungehorsam, danke. Tiefschlag. Danke. Es ist für. Er setzt Heul. Oh, oh, oh. Kotzen. Danke. Dann setzt es auch noch Heul ein. Enter. Oh, es ist ein Kopfstoß. Holy shit. Guten Schlag. Dann. Oh, da ist der Stöpsel runtergefallen. Alles gut. Geh mal zum Pokésetter. Was machst du? Der liegt neben mir. So, da ist unser Baby-Arena-Leiter. Wir haben immerhin Pokémon für seine Arena, um ihn zu besiegen zumindest. Naja. Da müssen wir uns einfach nur auf unser Vulpix fokussieren. Ja, Hopp ist okay. Ja, langsam müsste doch der Tausch durch sein. Lass mich meine Pokémon heilen. Das Balladurch wegtauschen. Und einfach hoffen, dass wir was Neues als Ersatz kriegen für das Glebunkel. Oh Mann, ey. Gib mir einen Zuchtrest, wirklich. Das Leben ist ja eh schneller, dadurch, dass es halt nicht meins ursprünglich ist. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Oh. Ey, der Tausch ist durch. Okay. Dann drück dir mal die Daumen. Ballado. Johnny Boy ist ein neuer Trainer. Oh, er gibt uns ein Mimion. Wie geil. Jetzt hab bitte noch... Oh, wie geil. Balladoch, dein Pokémon hat die beste RNG gehabt. Oh mein Gott, es ist zwar schon wieder ein Wasser-Pokémon, aber... Was für eins. Es hat Sturzbach, aber es hat Spezialen. Oh mein Gott. Nice. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh, und Anton ist doch kein Wasserpsycho. Ah, egal. Nice. Wir haben ein neues Mimion. Nice. Ja, geil. Das ist sehr nice.
Hammer. Orbi! Die Meme und Männer können weitermachen. Das Pokémon, was Balladur heißt, hat uns ein neues Memeon geholt. Neues. Memeon Männer! Ja, wenn ich die anderen Starter-Pokémon noch kriegen könnte, dann würde ich mich äußerst sicher fühlen, tatsächlich. In dem Run. Weil die Starter-Pokémon sind stark genug, dass ich theoretisch den kompletten Run nur mit den Starter-Pokémon machen kann. Okay. Problem ist. Mein einziges Problem ist mit Yarrow. Ich müsste Vulpix in dem Level haben. Danke für das, was ich niemals brauchen werde. Ich bräuchte Vulpix in dem Level, dass es halt theoretisch mir nicht gehorcht. Es sei denn, wir kriegen hier X-Items. Darfst du nicht benutzen? Hä? Ich habe X-Angriff bekommen. X-Angriff bringt uns nichts. Wir brauchen den X-Spezialangriff. Ja, Brute Forcen, aber Brute Forcen. Was kriegen wir denn hier? Ich möchte erstmal was verkaufen. Und zwar all unsere Beleber. Nummer 5000, danke. Schutzband. Plateauschuhe. Sternstaub, Sternstück. Und damit können wir noch mehr kaufen. Halt nur Tränke, aber I don't care. 4000, einfach 20 Tränke. 20 Pokebälle. So. Was ist unser Plan? Unser Plan ist eigentlich direkt rein und drauf, ne? Mit Vulpix. Tach hopp. Geh mir bloß nicht auf die Nerven. Danke. So einen Hopp hätte ich jetzt nicht gebrauchen können, tatsächlich. Ein Hibbidi-Hobbidi-Hopp-Kampf. Nein, danke. So, Balduina, immer mein Ball. So. Unser erster Gym Challenge fängt jetzt an. Puh. Das war ein MVP-Move, Alter. Dann können wir unser Memeon direkt mit aufleveln. Das ist schon mal ganz nice. Wie gesagt, ich meine Level 30 würde uns dann gereichen. Weil ich habe nämlich kein richtiges Pokémon für den zweiten Orden tatsächlich bis jetzt. Da müssen wir wieder auf Glück hoffen. So, Bullies. Einmal alle auf einen Streich. So, direkt den Trainer mitnehmen. So, die nächsten 20. Kaboom. Und den Trainer. Die sollten gar nicht mal so das Problem sein, tatsächlich. Cortini. Einäschern.
Ach du Kacke. Na, das wird ja was mit unserem Spezialangriff runter. Oh, Level 8 schon. Oh boy. Den Trainer holen wir sofort wieder nach. Weil die EP werden wir brauchen, so wie es aussieht. Vulpix hat scheinbar keinen Bock, großartig zu leveln. Oh Mann. Und ein Eschern. Sehr schön. Der Treffer war schon mal ordentlich. Aber wie gesagt, so ein Stück Holzkohle wäre jetzt schon mal ganz nice eigentlich. Mirapla. Ein Eschern. Uncool. Ich habe aber Para-Eiler tatsächlich. Sehr gut. Ach ja. Oh, perfekt. Level 19 noch geworden. Hey, Bio. Ich dachte, du wärst schon weg. So. Weil es nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe es eigentlich mal gesehen bei einem, bei jemandem, dass man gewundert tauschte Pokémon umbenennen kann. Aber das habe ich vor ungefähr eine anderthalb Stunden gesagt, dass es ja doch nicht geht. Aber ich habe gesagt, ich werde es trotzdem einfach so nennen. So. Jetzt kommen die letzten EP. Wieso lebt Orbi nicht? Orbi ist putzmunter in meinem Team. Bio ist vorhin beinahe übrigens abgekratzt schon. Aquabelle ist sehr gut. So. Mirapla. Komm, ein Eichhorn und dann geht das. Ich hatte eben einfach nur einen starken Gegner gehabt. Tatsächlich. Oh. Nee, das riskiere ich nicht. Das mit der Säure gefällt mir gerade nicht. Komm, meine ich schon. Sehr nice. So. Ich werde allerdings einmal aufladen. Das gefällt mir nicht. Ich habe nicht mehr genug Einäschern. Also werden wir mal leveln. Wie soll ich denn das tun ohne Feuerstein?
Nur mit Watt kriege ich einen. Dadurch, dass ich keinen Watt habe, werde ich auch keinen Feuerstein kriegen. Wow. Dann F off. Okay. Wow, ich müsste von vorne beginnen. Ich hätte zur Not noch einen Äther. Ja, ich meine, wenn ich das hier aber abgebe und alles, dann kann ich schon heilen gehen. Das ist nicht das Problem. Vorsichtshalber nutze ich trotzdem den Trank. Ja, ich gleich aber auch. Tu dir keinen Zwang an. Mach's ruhig. Das ist ein gutes Spiel. Du kannst ja No-Hit-Run machen. So, jetzt kann ich alles gucken. Ja. So, ich brauche nämlich unbedingt mehr Attacken. So. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was ich machen werde. Sobald er sein Dynamax-Pokémon einsetzt, werde ich es einfach wegtanken. Und dann wieder umtauschen. Das tue ich mir nämlich nicht an. Wobei ich weiß nicht, ob das so cheap ist, aber I don't care. Bye, bye, bye. So, Obi. Erster Arena-Leiter. Mal schauen, ob die Challenge jetzt gleich vorbei ist. Ich hoffe es ja nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vorbei ist. Es wird hart. Aber, naja, mal schauen. Kämpf mit mir. Ohne Farbe? Dann ist das der ganz alte Gameboy. Der Advance hat Farbe. Licht wohl nicht, aber der hat Farbe. So. Ich mach das Spiel mal ein bisschen lauter für euch. Boah, das ist hart. Okay. Level sind wir genau gleich. Eine schon. Okay, das können wir in zwei Schlägen wegmachen. So. Das ging tatsächlich. Ah, das Level hat nicht gereicht. Okay. Ich hab mir gewünscht, Level 20 zu werden. Dann bin ich auf jeden Fall im Level.
Oh, es ist genau Level 20. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie 21, 22. Ja, na, probieren wir mal unser Bestes. Dynamax. Bisschen Panik habe ich. Oh. Das ist allerdings gut jetzt. Dynamax-Attacke. Okay. Deiner Flora. Okay. Oh. Schelmkleiße. Oh, wir werden geheilt. Okay. Oh, der Sonntag hilft. Wir riskieren es, indem wir es nicht riskieren. Ja, das wäre auf jeden Fall weg gewesen. So. Der Kampf geht klein weiter. Alter, da hau da wieder raus. Möge der heilige Kühl. Nice. Einäschern. Wir müssen drauf gehen. Zauberblatt. Okay. Okay. Ein Angriff noch. Trank. Blattwerk. Okay. Das Grasfeld ist auch weg. Okay. Eine schon. Yeah! Rein in die Olga! Ja, Mann! Confusion-Strahl, das hätte man nämlich tatsächlich gebraucht. Okay. Nice. Jaro hat verloren. Uns gehorchen jetzt welche Pokémon? Sag mir jetzt bitte Level 30, sonst raste ich aus. Das werden wir ein mächtiges Problem haben. Oh Mann. Okay, den Pflanzorten. Mit seinem Fidget Spinner da an den Seiten, ey. Oh Gott, ey. Bitte sag er mit 30. 25. Ja, gut. 25 ist besser als 20. Weil das habe ich mich auch erwartet. Okay. Zauberblatt wäre aber schon mal ganz nice. So. Jetzt haben wir allerdings schon mal einen großen Vorteil. Wir können nochmal Pokémon fangen. Wir können nochmal zurücklaufen in die Routen und nochmal Pokémon fangen.
So, und jetzt einmal fett aufladen. Dankeschön. Ach jo. Warte. Fangen wir mal mit Route 1 nochmal an. Fangen wir uns nochmal was auf Route 1, Route 2, Route 3. Wir lassen die Dingens erstmal aus. Dann machen wir den Sound wieder was leiser. Okay. Wie gesagt, mehr Meeren haben wir. Das ist, hilft auf jeden Fall schon mal sehr. So hätten wir auch ein Backup-Wasser-Pokémon, falls Enton wirklich irgendwann den Geist aufgibt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ey, kann immer mal passieren. So, da haben wir Nummer 1. Das ist Bio. Ready. So. Schenke uns Kraft und gib uns gutes Pokémon. Zaubertausch. Fun Fact, ich glaube, wir könnten tatsächlich sogar schon auf die Rüstungsinsel, ne? Meine ich. Weil ich habe einen Rüstungs... Warte mal. Wieso habe ich den Rüstungspass? Aber du hast das für Pokémon Schild. Hä? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Oder hat jedes Profil? Kann doch gar nicht sein. Warte. Ich probiere das mal aus. Kann ich jetzt wirklich dahin fahren? Okay. Scheint so. Wie kannst du das Fleckmann jetzt fangen? Fleckmann ist auf jeden Fall am Start hier, ey. Flagmoon. Zählt das? Wobei, das steht in der Stadt, ne? Würde ich mal sagen. Hm. Komm her, mein kleiner Boy. Dann ist das Fleckmann Orbi. Obwohl es eigentlich schon Enton war. Ich bin ein Pokémon-Trainer. Fleckmann. Ja, ich möchte kämpfen. Und nächstes Pokémon. Dann haben wir noch ein Pokémon, was wir wegtauschen können. Noch ein Fleckmon. Ja, ich möchte einen Spitznamen geben. Orbital. Oh wow. Dann nenne ich ihn einfach Orbi. So. Nee, das ist... Ja, tschüss, wir sehen uns dann. Ich komme mir jetzt auch rüber, so wie es aussieht.
Kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Es wird aber auch nicht angezeigt, dass ich der CLC nicht haben soll. Was? Warum geht das? Ich spiele über dein Profil. Du hast das für Pokémon Schild. Warum geht das? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil du von deinem Profil aus das DLC hast? Kann aber doch auch nicht sein, weil es auf meinem Profil sitzt. Oder... Das ist sowas wie ein Family Share dann. Ja, guten Tag. Ich will aber sofort wieder abhauen, weil ich hier eigentlich nicht sein will. Ja, krass. Nee, das lassen wir. Was? Wir hauen ab, ja. Das wollte ich nicht. Ach Mann, ey. Ich will den Kampf doch gar nicht machen. Die alte ist weird. Ich muss eine Verwechslung vorlegen. What? Nein, ich will nicht kämpfen. Oh, danke. Lucky. Ich möchte auch wieder nach Brassbury, danke. Okay, also wir könnten theoretisch das DLC mitspielen. Krass, okay. Not bad. Dann warten wir mal, bis mal endlich das Pokémon getauscht wird. What the fuck, Husik TV 3, 4. Na dann. Ah, okay, der Tausch ist endlich. So, Bio wird der getauscht. Und was kriegen wir dafür? Oh, und Voldi, ein Elektro-Pokémon. Nice. Dankeschön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bitte sei in einem Level, dass ich es nutzen kann. Bitte. Sehr gut. Ein Pokémon, was ich benutzen kann. Unser Team besteht gerade fast nur aus Pokémon, die gut sind. Ich habe mir Elektro-Pokémon bekommen für den nächsten Arena-Leiter. Das ist sehr, 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 sehr gut. Jetzt wird Orbi weggetauscht. So, Orbi, du bist dran. Gib uns Iron Jesus. So, Raffel. Ich glaube, so die Hymne für das harte oder beschissene Tauschen ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube, die nächsten Tausch sind eigentlich ganz gut. Ah. Aber der will nicht drin sein, so wie es aussieht. Come on. Dankeschön. Nennen wir das Ding einfach Cosmo von vorhin. Und Sobble entwickelt sich. Unser Mimeon-Mann entwickelt sich. Yay. Nice. Unsere erste Entwicklung. Fleck Leon. Aktualisiert, okay, fantastisch. Spitznamen geben. Cosmo. Okay.
Dann fliegen wir mal wieder zurück zur Arena. Ein Pokémon können wir nämlich jetzt nochmal fangen. Was will die denn? Nix, scheinbar. Ein Volley. Und der nächste Pokémon. Das Ding Arnie heißen. Sehr gut, nächstes Pokémon ist getauscht. Was kriegen wir für Orbi, das Fleckmon? Ein Carpador! Orbi! Du hast mir ein Carpador beschert! Ja, sick! Oh, wie du Meister. Danke. Cabrador. Jetzt sei bitte zu Rest. Und am besten noch mit der versteckten Fähigkeit. Wassertempo. Sieht aber nach Zuchtrest aus, auf jeden Fall. Da haben wir ja noch zwei Pokémon, die wir weghauen können. Willst du das wirklich haben? Hä? Das Französisch. Ja. Ich weiß, hab's gesehen. Zaubertausch. Cosmo. Okay. Dann würde ich mal sagen, raus mit dem, rein mit ihm. Aber zwar drei Wasser-Pokémons dabei, aber hey, I don't care. Das sind aber alles Pokémon, die man benutzen können und trainieren können, müssen, sollten. Kraftwurzel, danke. Könnt ihr, was das Level angeht, ein bisschen cheaten und einfach die ganze Curry kochen. Und Wirbler, sehr gut. Haben wir zufällig ein Pokémon, was Zauberblatt erlernen kann? Ich glaube tatsächlich, dass das sogar Enton erlernen kann. Naja, kann es nicht. Okay. Schade. Ich hätte es cool gefunden, wenn es tatsächlich geht. Okay, perfekt. Was ist unser? Jetzt geht Cosmo. Ein Kleptifuchs. Ja, ich habe Pokémon Orbi genannt und habe einen Carpador dafür bekommen. Du warst dieses eine Alola, nee, nicht das Alola, sondern das Gala Fleckmon. Und ich habe offenbar hier das DLC aus irgendeinem Grund. Wir haben auf jeden Fall ein paar neue Pokémons, die man tatsächlich verwenden kann. Also, sehr nice. Zaubertausch und Anni geht noch weg. So, Doppelkampf. Mit Sicherheit nicht so, sondern eher so. Und wir haben, falls du es mitgekriegt hast, doch hat es ja, genau. Ja, unser Mimion hat sich schon entwickelt. Okay. Vielleicht hast du ja Glück und es trifft eins der Wasser-Pokémon. Ja.
Eine schon. Oh, das trifft beide Pokémon. Aquavella. Nice. So. Ja, ja. So, Gabriel Level 7. Stimmt Fortnite, mein Gott. Als ob der Fortnite spielt. Imagine, wer würde sowas spielen? Ja, genau. Kannst ja auch, wie gesagt, du hast es ja durch Gewinn gemacht, aber wenn du meine Clips anguckst, ich hab einen fucking Clip mit Fortnite. Das ist doch noch viel schlimmer. Wie zähle ich das Toxel jetzt eigentlich? Kann ich noch einfach löschen, das ist nicht das Problem. Aber der Clip ist aber auch schon einige Jahre und das war auf Englisch. Okay, Toxel, du wirst weggehauen, so wie es aussieht. Toxel. Weißt du, was das Ding heißt? Einfach Nightbot. Der Nightbot war fleißig heute. Ja, uff. Und Streamlabs du eins. Ja, kann ich auch machen. Dann ist das nächste Pokémon Streamlabs. So. Ani geht jetzt zu Chelsea. Und wir. Oh! Was sehen meine Augen denn da? Nice. Early Game ein Britzigel zu kriegen. Das ist heftig. Level 59. Aber ich hab's schon. Daher I don't care. So, Zaubertausch. Nightbot. Tschüss. So, dann lassen wir noch Nightbot verschwinden. Als ob ich mich da nicht draufsetzen kann. Auf jeden scheiß Stuhl kannst du dich inzwischen draufsetzen. Außer auf den oder was? Weißt du, was ich überlege? Was überlegst du denn? Das Next Level bei mir zu kaufen oder was? Glaub noch ein Stream. Okay, was willst du denn dann spielen? Ich meine, warum nicht? Ich meine, du hast ja no idea yet. Wenn du Bock hast, wie gesagt, können auch irgendwas zusammenspielen. Ich meine, ich habe dir angeboten wegen Final Fantasy, dass du es komplett gratis spielen kannst, so wie es ist. Okay. Wie gesagt, du könntest das problemlos so spielen. So, Velosi, Spitzname. Dann ist das Streamlabs, obwohl ich Streamlabs nicht verwende, wirklich. Außer für die Alerts. Da muss ich mich erst reinwurschen und dann dauert das also. Bei Final Fantasy geht es tatsächlich extrem schnell, weil da nichts kompliziert ist. Das schwöre ich dir bei Gott, das stimmt wirklich, was ich dir sage. So, mal gucken, was Nightbot gibt. Noch ein Carbador. Hat das wenigstens versteckte Fähigkeit. Weil dann darf ich es nämlich weghauen nochmal.
wenn ich es nicht behalten will. So steht es in den Regeln. Wassertempo. Okay, Kingdom Hearts, ja, keine Ahnung, damit kann ich nichts anfangen. Nicht so wirklich. Oder zwei oder drei. Keine Ahnung, ey. Und COM? Was ist COM? Was ist das? Oh. Ein Ditto. FreePokemon.com. Wow. Schon wieder. Weißt du, was der Witz ist? Das lasse ich aber nicht frei. Das werde ich verwenden. Fuck off. Ja, das wird komplett fertig sein. I don't care, das behalte ich. Chain of Memories und anderes Dream of Drop Distance. Ist das von Kingdom Hearts oder ist das jetzt wieder... Okay. Ich dachte, das wäre jetzt schon wieder was anderes. Also Chain of Memories ist auf jeden Fall Kingdom Hearts. Das war eins von diesen 2.2 und 3.96 und 7.48 und Gedöns. Ja, wieder, ich guck wohl zu noch. Ich spiele dann aber nachher Destiny, dadurch, dass halt nachher genau die Zeit ist, dass ich mein Klasse fertig bin. Ja, komm, die Titel haben alle solche komischen Kommazahlen. Das ist mega weird. Schon wieder eins. Schon wieder mehrchefs.com. Guck mal hier. Was sagte ich dir eben, Dobby? Die Dinger sind gecheatet und hochgeklont wie sonst was. Sagte ich ja, das ist 1:1 genau das gleiche von eben. Nehme ich das einfach wieder. Wobei eigentlich will ich gar nicht Werbung für die anderen machen. Ich lasse es einfach frei. Oder willst du es wirklich haben, Orbi? Mir ist es scheißegal, es hat halt diesen komischen Namen, ne? Und du kannst es nicht ändern. Und es ist halt 100% gecheatet. Okay. Das ist weird. Naja, wir haben jetzt aber eigentlich gut Pokémons. Weil wir kriegen jetzt nämlich das Fahrrad. Nice. Genau. Naja, wie gesagt, das ist halt... Ich kann dir auch richtiges Shiny geben, weißt du? Ist halt voll das heutige gecheatete Kackvieh. Ich meine, ist das Ditto zwar auch, aber mit dem Ditto kann ich wenigstens züchten. Total bescheuert, aber hey, I don't care. So. Cool, Angriff sinkt. Ja, aber das ist mir doch egal, wie der Angriff sinkt. Vielleicht bei Rucksack ein bisschen blöd, aber hey, tschüss. Das Voldy steigt aber sehr schnell, das ist sehr gut. Ach ja. Ich bereite mich schon mal damit vor, dass du mir gleich ein Pokémon entreißen wirst, auf jeden Fall. Und ich hoffe einfach nicht, dass es Voldy ist, aus dem Grund, dass ich es nachher wirklich brauche. Okay. Konfusstrahl. Ich spiele gleich den scheiß Prüglerangriff, ganz ehrlich. Ey, komm, ist das denn ernst?
Kannst du mal brennen, bitte? Nicht mehr verwirrt, das ist nicht dein Ernst, oder? Trank. So. Sehr schön. Roll die 14, Magicka 12, Drizzle. Läuft doch. Den Typen habe ich auch weg. Dann machen wir mal den nächsten Kampf. Ein Kantwurststall. Katze. Du Saftsack. Komm, ich hab doch Flammkörper, verbrenn dich doch. Ja, komm. Aquavelle. Ja, nice. Aquavelle ist blockiert. Danke. Dann wird halt Endon reinkommen. Kriegst halt einen anderen Akku wieder ins Gesicht, du blöder Affe. Verstehe ich doch nichts. Oh, alle Level up, okay. Heiler. Nee. Einigler. Perfekt, dankeschön. Jetzt habe ich das Fahrrad, das ist schon mal nice. Hui. Dankeschön. Fahrrad achieved. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ich wollte die Epi-Bonbons tatsächlich mal eben den Kabel reindrücken. Wow. Sehr viel gebracht. Damit düsen wir jetzt mal eben zur Burg Center. So. Einfach drei Wasser-Pokémon, ne? Naja, heißt ja wenigstens, dass der dritte Orden ein Klacks wird.
Oh nein. Hopp. Okay. Ja, mit unserem Team sollte es aber eigentlich hinhauen. Dann hauen wir mal rein, ne? Machen wir mal Hauptplatz. Ich hau jetzt ab und streame noch was, super spontan mal wieder. Ja, ja. Wenn du gleich dann da bist, ja, genau. Dann gucke ich dir auch ein bisschen zu wieder. Ah, guck mal, läuft das ja gut. So. Oh, das war nice. Kranowitz. Ja, machen wir, lass mal. Autsch. Ah, ich wollte eigentlich... Ach Gott. Ich wollte Psy-Strahl machen. Oh, wow. Oh. Da ist der nächste tot. Oh. Das ist scheiße. Ach du Kacke. Ich hab das Gefühl, dass es gar nicht mehr so witzig sein wird, gegen Hop zu kämpfen gerade. Also auch ruckzuck heben. Och du Sack. Als ob der da jetzt einen Europa-Trank benutzt hat. Oh mein Gott. Wieso verbrennst du mal nicht was, ey? Alter, was ist das für ein Mist, ey. Ja, genau, Hitte 5 Mal, Alter, chill. Problem ist, Voldy ist niemals stark genug, eigentlich. Oh Mann, ey. Ja, ist okay. Darf ich auch mal angreifen, oder was? Oh mein Gott, ey, ist das eine Scheiße. Das will ich jetzt nicht riskieren. Wie das auch immer fünfmal trifft, was ist das für eine Rotze, Alter? Ja, fuck off mit deinem Pflücker. Ja, Volltreffer ist gut, ey. Scheiß Mistvieh. Holy shit. Kick hello, ja. Auf jeden Fall wechseln. Oh Mann, ey.
Ja, geh mir weg mit deiner Eule-Attacke. Und verreck einfach so schnell, wie du nur kannst. So, und tschüss. So, wohl die Level 17. Den Leber kannst du dir sparen, der bringt mir nichts. Oh Mann, ey. Ach ja. Na gut. Wir haben jetzt aber auch 3,5 Stunden schon geschafft. Ein Orden. Hopp. 2 Pokémon leider schon auf dem Friedhof-Box. Ich würde sagen, dann mache ich erstmal Schluss für heute Abend. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja. Auf jeden Fall riesen Dankeschön an alle, die da waren, an die neuen Subs, an die neuen Follows, an die ganzen neuen Bits. Wir werden jetzt noch Orbi raiden. Mal gucken. Ach, der Dödel ist noch gar nicht online. Ah. Ja, müssen wir kurz warten, bis er wieder live ist. Ja gut, ansonsten leveln wir einfach noch ein bisschen. Hat unser Team mehr gewaltig nötig. Oh Mann, ey. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt dann doch schon ein paar mehr Pokémon bekommen habe, die ein bisschen mehr nützlich sind. Aber die drei sind halt... Ja gut, vielleicht der nicht unbedingt, dadurch, dass es halt wahrscheinlich noch relativ schnell zu ihm geht. Aber die beiden sind halt wasted einfach. Naja. Passiert. Naja, dann machen wir das mal. Raid. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wir leveln dann da morgen ein bisschen. Der Kollege spielt gerade Civilization 6 jetzt. Der will wahrscheinlich noch ein bisschen die Nacht zocken. So. Tschüss!